Hallo. Hey. Hallo. Oh, wer sind Sie denn? Ja. Sind Sie öfters hier? Nein. Haben Sie Lust auf eine Runde Baldur's Gate? Können Sie mich aufhören, bitte zu pädophilieren? Pädophilieren, das ist ein neues Wort. Pädophilieren. Kann ich so jetzt vorher noch nicht. So. Warten wir jetzt noch auf Peiler, aber. Genau. So, da sind wir. Hallo. Hallo. Hi, hi. Hallo. Alle da? Hallo. Wunderbar. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo, Echo. Hey. Ich wusste gar nicht, dass Kali Kugelblitz Dino Nuggets macht. Das ist doch der Typ, der das Raketeneis macht. Okay. Raketeneis. Ha. Also, beziehungsweise Kaktuseis oder. Das ist wieder was anderes. Also Raketeneis und Kaktuseis, würde ich sagen, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, David. Nee, Rakete und Kaktus sind das gleiche. Solange du diese Knusper, doch Spitze hast quasi. Ja, okay. Es Aber ich gibt kenne auch was natürlich. anderes als Raketeneis von, aber früher aus den 90ern. Ach, du meinst den mittleren Flutschfinger. Genau. Den meine ich. Der ist auch Ja, klar. Ich glaube, nee, die war auch nur das ist rot, oder? im Endeffekt Flutschfinger. Ich glaube, die haben das Ding einfach nur auf die Seite geschoben, weil das sonst vorher immer wie so ein Mittelfinger aussah. Und da dachten sie, dann machen wir einfach einen Finger draus. Schön. Hätten sie doch lieber ein Peace-Eis so mit Peace-Zeichen oder so. Gab's von Ben & Jerry's. Die hatten zwischenzeitlich so ein Milcheis am Stiel. Ah, okay. Okay. Ja, geil. David? Dann müssen wir bloß Ja. mal warten, dass das jetzt bei Usen hinhaut und dann Gib können wir mir noch mal los. ganz kurz, jetzt schon wieder Update-E-Mail, verstehe nicht. Dreierzauber habe Dann ich schon Usen, dann rausgehauen. klick erstmal auf Überspringen, vielleicht kommst du ja doch reingeladen, weil ich habe gerade gesehen, dein Name ist auch gespeichert. Obwohl, das ist nur dein Charaktername. Aber eigentlich müsste das ja funktionieren, wenn du reinkommst. Ich kann jetzt nur Update-E-Mail machen, dann mache ich das jetzt. Nein, du sollst aus der Internetseite raus und auch in deinem Browser hast du doch immer nur den Tab offen. Dann gehst du unten rechts mal auf Überspringen. Da unten rechts So, überspringen. ich kann hier nochmal probieren jetzt mit dem neuen Passwort, was ich gemacht habe. Ja. Hä? Ich habe doch auf die 3 geklickt oder bin ich dämlich? Da, 3 Geht Stück, habe ich doch! draufgeklickt. Ja, Game, siehst du. Alter. Okay, Kasse so, dich, ob jetzt du warte stirbst, kurz. Alter. Okay. So, dann drücken wir jetzt auf Let's Ah, ich Go. hätte richtig gucken müssen. Spielen, Ich habe unten. hier falsch geguckt, hier oben, Leute. Ja. Auf Spielen sollst du klicken, Jus. Ey, echt Ich mehr muss habe nicht, ich keine mehr. Das ich muss nicht, war's. dass du mit mir redest. Ich dachte, du redest mit Pylorus. Ach so, ja, Pyla ist mitten im Spiel und ich sag so, ja, du musst auf Spielen. Wusste ich's doch. Siehst du, also war ich doch nicht falsch. Mann, ich Mann, hab dich ja, verkackt. ich bin nicht hier, um der Schlauste zu sein. Gebe ich ja zu. Das wissen wir. Aber gab's Ich nicht, brauche kein Alter, Feedback, nein. danke. Nicht, dass es irgendwie so einen Trank gab, wo ich mir auch so Zauber zurückholen kann. Hat mich da gerade jemand geschubst? Ich würde mir das nie trauen. Also ich weiß nicht. Viel zu viel Respekt vor dir. So macht man das, Alex. Ich hab dich auch schon Auf die geschubst. Knie. Ja, habe ich nicht gesehen. So sieht's jetzt nicht. Wollt ihr mich noch mal ganz kurz einhaben, bitte? Oh, da ist auch verdient. Hey. Ich teile auch Irgendwann. immer sehr gerne mein Bier mit dir. Vergiss das nicht. Ich hab deinen Hund geschubst. Alter. Ende des Jahres kriegt ihr die Rechnung. Jedes Mal 50 Cent pro Einladung. Du alter Tierquäler. Also, der seinen Hund hat's verdient. Guck dir die Töle an. Ich weiß nicht, Die über welchen. Töne ansagt. Ich weiß ja nicht, über welchen Hund er redet, von Was? daher ist mir egal. Nein, nicht Mit du. seinem zusätzlichen David seiner. Zauberkasten. Stufe Ach 3. so! Okay, ist egal, Leute. Menschen Zorro nicht hat drauf. Königshaki. Aber er weiß noch nichts davon. Also Achso, doch, Königshaki hatte direkt krass. Leute, wie ihr merkt, One Piece ist auch ganz groß gerade, zumindest bei David und Yuzen. Müsst ihr euch Ja. nebenbei dran gewöhnen. Und bei Stöbi theoretisch, aber der ist jetzt Ich gerade nicht hier. gehe Alex mal hinterher. Dann ist er Boah, ich wieder guck bei mich einfach nur ein bisschen um, während die beiden Nana brauchen. Okay, ich bin auch in der Welt wieder drinnen. Nice. Wow, toll. Nächstes Mal meldest du dich bitte an. Ich dachte, das wäre nicht so wichtig. Achso, ja, naja.
verkauft. So, wollen wir uns denn auf eine Quest einigen? Ich nehme die Shaolin gerne möchte. Wir müssen ja hier unten noch hin das Buch finden. Und die Türme des... Also, als wir in den Knast letztes Mal kamen, waren wir ja in den Türmen des Mondaufgangs. Ja, wir waren bloß im Knast. Davon. Ja. Ja. Und Zollhaus ist ja auch noch da hinten, ne? Das sind aber Mini-Quests genau. Nur, oder? Oder Side-Quests. Da haben wir gar keine Quests. Also, da ist auch so... Zollhaus ist auch so ein Pfeil drunter. Oh. Ne, das bedeutet einfach nichts, wa? Sichelmond. Ne, das sind nur... Also, aber ich würde sagen, ja, wir gehen hier unten für die Punkte halt Pfeile hoch und runter haben. Achso, das sagt bestimmt nur, es liegt oben, es liegt unten, wa? Wie bei Warzone. Weißt du, Alex? Bitte? Hier ist eine falsche Richtung. Wie bei Warzone mit den Pfeilen, die nach oben und unten gezeigt haben. Ja, auf der genau. Minimap, dass man sieht, dass der Gegner oben oder genau. Oben über dir oder unter dir ist. Genau. Das quasi zeigt dir die Ebenen an. Aber Shaolin, ich dachte, alle Gegner sind unter dir. Ja, das sowieso. Da zeigt nie ein Pfeil nach oben. Gesellschaftlicher Stand hat ja jetzt nichts mit. Achso, hast recht. Dem Dasein zu tun. Oh, Brennerei, lass mal ein Bier trinken. Hier ist ein verseuchter Bade über mir. Wahrnehmung. Oh, hat geklappt, Digi. Ja, warte, ich schaufel schon. Cool. Aber hier rechts ist ein. Hier rechts ist ein verseuchter Bade. Ja, der irgendwie was trinken will, oder? Der hat gequatscht. Nee, nicht da. Ja, hier ist auch ein verseuchter Schausteller. Ja, ich denke mal, die müssten wir bekämpfen, Ding. Also, die, geh ich mal die haben aus. Neko und Giftresistenz. Ja. Die sprechen da drin schon. Man ja, hört die Stimmen, wenn wir hier sind. Missing, rascal, brown puppy, ja. Verseuchten können quatschen. Was machst du? Die Verseuchten können quatschen? Ah ne, ich hab dich... Nee. Die singen doch! Da hat gerade jemand geredet hier im Gebäude drin. Ja, da ist irgendwas. Anscheinend. Sind viele Tiere verschwunden. An der Tür ist auch so eine Aura und Alex läuft da oben auch schon rein. Ja, also ich folge euch mal, Shaolin. Man kann hier auf jeden Fall reingehen. Nur, dass man Schaden kriegt. Okay, dann geh ich dann. Ich krieg keinen Schaden, wenn ich reingehe. Bist du da erstmal hochgehen, David? Ohne, dass man Schaden kriegt, hab ich da gesagt. Ach so! Ja, okay, erstmal gucken. Oh, so die eine Zuhe-Tür. Okay, dann komm ich mal nach oben. Also da unten ist auf jeden Fall einer. Untote Kraft. Anscheinend kann man mit denen reden. Ja, ich hab ja auch einen Schlüssel. Ich hab ja einen Schlüssel gefunden. Ich hab auch einen Schlüssel gefunden. Ich versuch mal mit dem einen hier vorne zu reden, ja? Ich bin hinter dir, falls was passiert. Wir sind über euch. Hä? Okay, ich bin in der Cutscene. Bei mir ist hier dieses Regal weggegangen. Ach, das sind solche Viecher wie bei uns im Lager, der Typ. Nee. Aber die sehen mehr wie ein Zombie aus als er. Wieso, aber der zum Beispiel Shaolin öfter mal wiederbelebt hat, der sieht doch ähnlich aus. Wieso, mach mal den Links aus. Könnt alle bei Schach-Shaolin in den Stream reingehen, wenn ihr da noch nicht seid. Ich bin drinnen. Da ist dieser Schach-Shaolin. Ich weiß. So ein Dude, mit dem habe ich einen Pakt geschlossen. Und den Pakt kann man nicht brechen. Hier ist eine Tafel. Wenn einer von uns den Pakt bricht, dann stirbt auch der andere. Ja. Kommst du mit, David? Ja. Ich glaube, das war mal ein Pirat, so wie der singt. Jo, ho, ho, jo. Jo, ho, ho, ho. Na, das war so klar. Ja, du hast damit angefangen. Du hast damit angefangen. Nein, du hast damit angefangen. Und es geht schon wieder los. Ich bin nach hier oben gekommen, ich konnte mit der eine Tür machen. Hier ist ein Bierhumpen, den gönn ich mir. Wir sind jetzt einmal das ganze Gebäude durchgelaufen und oben wieder rausgekommen. Ne? Ja. Einmal durchs ganze Gebäude jetzt oben durchgelaufen, David. Okay. Ich hab was gefunden, Eva.
Außer ein paar Sachen zum Craften für Tränke und so, eigentlich nichts groß weiter. Aber dafür kommen wir noch hier hinten jetzt. Hier gibt's doch noch Pflaumen-Shampoo-Sticker, ja, warum willst du das nicht mitnehmen? Nimm doch, du bist auch da. Ja, du warst doch schon in der Ecke, hä? Nein. Hä? Wo bist du jetzt? Charlene, wo bist du? Woanders, ich bin woanders. Hier findet mich nicht. Hast dich jetzt einfach unsichtbar gemacht? Nee, nee. Alter, wo will denn mein Zwerg hin? Was ist denn mit ihm? Warum? Ey, der klettert da hinten in die letzte Ecke, um die Kiste aufzumachen. Hörst du auf mir die Ey, jetzt komme ich hier nicht rum wieder. Ja, Mann, ich helfe dir doch schon. Da sind Leute, da sind Leute. Oh, fuck. Ja. Was denn? Danke, cool. David. Na, ich habe die von der anderen Seite erst gesehen. Komm zurück zu mir und wir laufen zurück zu den Jungs. Seid ihr in einer, seid ihr im Kampf, oder was? Im Kampf. Ja. Oben, oder was? Wie sollen wir das beschreiben? Ja, keiner Schutz über uns, irgendwas, habe ich gerade gesehen. Ja, dann lass mal nach oben rennen. Wie geht's hier nach oben? Na, hier raus. Wo? Renn mir einfach daher. Ich kann nicht von dem Typen abhauen. Der hat einen Duftstoff reingeballert. 24 hat er. Warte, wir kommen schon. Wartet einfach kurz. Okay. Charlene, ey, wie kann man mit so kurzen Beinen so schnell sein? Wer kann, der kann. Das David kommt nicht auf die Größe an, Dicker. Kann hinter dir noch was kommen, David? Nee, ne? Die sind hier alle vor uns, ne? Ja, ich könnte schon mal so ein Lichtding raufknallen. Ja, du könntest ja hier vor bei dem bist du durch die Tür gegangen, oder? Ja. Weil da werden sie, glaube ich, großteils kommen. Hier, ja. Komm, Jus. Das ist sehr gut. Komm. Du musst aber aufpassen, dass du jetzt nicht vor dir durchs Licht gehst. Ja, das weiß ich. So, komm, aber ich treffe auch keinen von hier. Ich müsste eh nach oben wenden. Aber ich warte erst mal, bis du... Okay, ich bin im Kampf. Ja, ich auch. Seid ihr gut, ja, wo sind oben wir? Ach, da hinten. Ich bin rechts von euch. Mit David. Das freut mich. Also, ich muss sprinten, damit ich erstmal ein bisschen näher komme. Hast du gerade so viel Schaden kassiert, oder? Ja. Da okay. ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Ja, okay, die sind alle bei diesem Boden. Ja, ich muss sprinten erstmal. Ja, sprinte mal. Aber was kann ich? Wie weit kommst du? Ich könnte bis zum ersten Typ mir hier hingerannt kommen. Ja, das ist gut. Oh, mach mal. Gelaufen. Das war clever. Achso, du willst ja wieder deine versteckte Angriff machen. Ja, genau. Wenn du da rangelaufen kommst, dann mach das. Also ich kann hier stehen, ist das okay? Naja. Stehst du da jetzt? Ich kann mich noch ein bisschen bewegen, falls es irgendwie hilft. Warte, ich gucke mal. Schaudinchen. Nee, ich, passt. Glaube ich. Check. Na dann, warte mal, ich bewege dich. Nee, warte mal. Dann, beweg dich mal nochmal. Ich habe nicht genug Bewegungsrate für den anscheinend. Dann kommst du nicht nah genug ran wahrscheinlich. Na doch, eigentlich. Ich muss dahin, wo du stehst. Kannst du dahin? Eilig, ja, für dich mach ich alles. Dann geht's. Bam. Wie viel Leben haben die alle so? Soll ich. Der hat 47, 51. Ich überlege gerade, soll ich Kampf auf machen? Ist eigentlich unnötig, oder? Kriegen wir auch so gebacken, denke ich. Kannst du noch angreifen? Nee, ne? Angreifen? Nee, durch die Spurten kann ich das nicht. So, schade. Ich kann höchstens mich heilen, was jetzt aber auch nicht wirklich notdringend ist. Nö. Ja, dann... Nö. Weiß ich nicht. Kannst du noch ist ja auch eine Aktion, irgendwas werfen bei dir, ne? Ja, das wäre eine Hauptaktion, ja. Ah, ja, dann beende einfach, Digi. Dann so. Ich könnte noch ein Gift auf ihn werfen. Ist der giftresistent? Vor euch ist eine Fettpfütze, ja, Jusen? Nee, nur nee, vor. Oder der vor dir, meinst du? Ja, aber musst du gucken, nicht, dass ihr euch... Oder ich mach auf diesen schattenverfluchten Hafner, der noch 51 hat, einmal Gift drauf. Den habe ich... Na, mach doch den daneben, der hat nur noch 15. Schippt der vielleicht. Oder? Ja, aber es ist ja ein Gift. Ja, das wirkt ja pro Runde. Und ich muss es ihm anscheinend auch... Ich muss es ihm wirklich... ich muss es ihm geben. Okay. Nee, dann mach ich den hier vorne gleich. Ja, nee, du hast es aufs Schwert drauf gemacht. Keine Bewegungsrate mehr. Fuck, dumm. Okay. Ja, ich stehe sogar noch vor ihm. Ja, aber ich kann trotzdem nicht schlagen. Dafür bin ich schon gesprungen. Aufs Maul. Alter, du kannst, du kannst mir Schaden zufügen. Projizierten Schutz machen. Ich überleg gerade, ob Jusen den braucht, oder eigentlich. Eigentlich nicht, nee. Naja, kannst erstmal noch safen. Ja, spar dir deine arkane Ladungen lieber, ja. So, jetzt kommen doch alle zu mir, jetzt kann ich auch was machen. Okay.
Shaolin, wie sieht's bei dir aus, energietechnisch? Yes. 45, okay. Schatten. Auch ignoriert, okay. Okay, jetzt kommen auch noch Schatten dazu. Ja, hier war auch noch ein Schatten, ja. Mhm. Ja, mach doch Schildhieb. Ja. Okay. Das kann ich einfach so machen. Gut, ich stehe direkt vor ihm. So, Jusen. Kannst du mir irgendwie helfen, David? Wegen dem Typen vor dir? Ja, ich kann mich ja nicht bewegen, also ich kann jetzt bloß eine Attacke machen. Also. Aber es wäre gut zu wissen, er hat 51, wie viel er noch hatte. Dementsprechend. Ah, warte, ich schicke erstmal. Nein! Oh, du hast meinen Hund gekillt. David hat seinen Hund gekillt. Und deswegen ist er auch Katzenbesitzer. Ach, okay, Mann. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Ja, hey, guck mal. Ich wollte mit meinem Hund erst angreifen, aber ich hatte den Zauber schon ausgewählt. Oh, ist doch. Ja, jetzt kann ich nichts mehr machen. Toll. Also, Jusen, ich kann den 15er und den 23er töten. Gleichzeitig, beide. Ach so, ich weiß nicht, ob beide, entweder, aber. Okay. Ja, entweder mach oder. Mal. Bevor ich was mache, lass ich dich erstmal. Okay, also, der ist schon mal tot. Ich wollte ihn immer mal ausprobieren. Warum nicht? Der hat noch. Ja, dann würde ich sagen, mach den 51er, oder? Lass mal den 17er weg, ja? Nee, der hat einen Bogen. Mach mal den 51er da. Gesehen, David? Ja. Okay. Dicker, fetter Blitzstrahl. Jugend. Weil, wenn der Bogentypi uns angreifen will, dann muss er wegrennen. Und dann kriegt er aufs Maul. Ja, stimmt. Geht aufs Maul, Junge. Kriegt er richtig aufs Maul, Junge. Kenn ich gar nichts. Oh. Mein Mama nix, du. Dankeschön für dein Follow. Damit haben wir die 130 voll. Oh, nice. Nice. Merci beaucoup. Aber auf den Bogenschützen habe ich 95%, auf den Schwertkämpfer nur 80%. Aber wie gesagt, der Bogenschütze kann uns nicht angreifen, dann macht lieber den 51er. Okay. Oh, jetzt habe ich 96. Du Hund. Wow, 11. Naja, egal. Aber er ist vergiftet, Leute. 2 Runden. Er ist nicht geimpft. Doch, er ist geimpft. Nein, dann. Halte ich mich noch mal. Er hat mich immer noch, dass ich. Oh, Scheiße. Viel Erfolg, Leute. Achso, wir sind immer alle gleichzeitig dran, oder? Ich krieg schon wieder auf die Fräse. Ja, okay. Schildtyp geht ja immer. Oh. Ja, oder der Typ rennt erst gar nicht weg und macht halt gar keinen Schaden. Kann auch vorkommen. Steht noch einer hinter dir, Alter. Wow. Ja, die Schatten sind frech irgendwie. Hm. So, David, kannst du mir jetzt helfen? Okay. Da muss ich ja jetzt nicht. Warte. Also ich kann ich kann auf den 17er oder auf den 24er Schatten. Der Schatten ist auch immer noch hinter dem ungefähr in die Richtung, ne? Eben, was ist denn der Schatten irgendwie empfindlich? Wahrscheinlich. Du kannst T drücken. Boah, der ist. Ja, das aber ich kann auch analysieren gehen. Der ist säureresistent, schallresistent. Nekromatie, feuerresistent, blitzresistent, oh fuck, kälteresistent, giftresistent, okay. Der hat mies geschrieben. Hast du Geißeln? Was mit Licht? Geißeln erschauen? Shaolin? Oder nee. Ich jetzt? Also. Bam. Er ist tot. Okay. Gut, dann haben wir die Thematik auch wieder erklärt. Ich mich, glaube ich, nach da, falls der andere kommt. Dann hau auf den 40er da ein. Den Bogentypi, den machen wir nach und nach tot. Oh nein, was mache ich? Oh, warum läufst du denn weg? Das wollte ich gar nicht, scheiße. So gut, hat doch nicht getroffen. Ah, wir müssen erstmal alle wieder reinkommen, Leute. Ja, nach 2,5 Wochen. Ja, anscheinend ist die ganze Mechanik hier im Arsch. Ah, okay, dann mache ich mal brennende Hände bei dem Typen, ja? Mach dir da goldene Hände, bitte sehr. Also was ist jetzt, den Schwertkämpfer oder den Bogenschützen? Den Schwertkämpfer ja. Usen. War der Feuerschild? Ist das nicht Feuerschild? Oh, da kann ich gleich beide angreifen, nice. Mach das. Ich versuche nicht Shaolin dabei anzugreifen. Jetzt beenden wir den Zug. Okay.
cool, yo. Hast die Feuerfaust gemacht oder so. Ja, genau. So brennende Hände ist das. Genau, habe ich auch. Julio! Ich muss sehr selten. Dann musst du eigentlich ganz mit der Fettfütze. Jus, musst aber aufpassen. Hinter dir ist auch noch einer, ne? So ein bisschen um die Mauer rum. Aber also der guckt gerade David an. Genau, da. Aber den mache ich mit David platt, denke ich mal. Jo. Ja, ja. Ja, wir kümmern uns um den 31er hier. Richtiger 31er ist das. Nice. Hat Schatten der hat Schaden gekriegt, da der Schatten. Ja, der stand vor mir. Jetzt ist er bei mir. Ne, jetzt haut er wieder. Oh. Den werde ich aber nicht kriegen, ne? Ist nur der eine Schatten, oder dann hau ich den weg da mal. So, Jusen, 3 hat er noch. Okay. Nee, hatte er. Läuft. Ich wollte auch noch was machen. Macht ihr denn da? So David fragen. Ich spiel ein bisschen mit meinem Licht. Okay, läuft bei dir. Okay, ich hätte gedacht, das könnte man mitnehmen. Oh mein Gott. Jetzt haben wir einen Kanon. Nicht gut. Ich habe einen Kanon. Oh, ich hatte hier gerade einen Wurf auf Wahrnehmung. Naja. Anscheinend. Achso, haben wir geschafft. Das ist ein Rätsel, glaube ich. Wir müssen die, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge drücken. Können wir gleich mal rätseln. Es in unserer nahen Umgebung ist auf jeden Fall von nichts, aber wir können fast in alle Richtungen laufen. Steigen. Und so. Scheiße, erst recht, wenn man die übereinander legt, dann kann man es ja gar nicht mehr lesen. Okay, ich bleib einfach mal bei einem stehen. Hier hinten ist ja kaum eins, dann nehme ich das, wo Alex jetzt ist. Okay. Wie viele sind es denn? Eins? Zwei? Ja. Drei? Drei Stück nur, ne? Ja. Oder vier? Drei oder vier? Drei. Drei. Quatsch mal nochmal an, da, Peiler, bei dir. Vielleicht müssen wir die vierte auch noch finden. Hm. Tja, ist eine gute Frage. Aber manchmal kann da sowas auch gerne. Wir müssen alle drei gleichzeitig, also alle drei in der Reihenfolge klicken oder was? Entweder nach Vermutung von Alex. Entweder alle drei gleichzeitig oder halt in der richtigen Reihenfolge, ja. Na gut, haben wir mal gleichzeitig probiert? Nee. Ja. Dann würde ich sagen, in 3, 2, 1, los. Gut, das geht schon mal nicht. Sonst hätte ich mal vorgeschlagen, vielleicht ich, dann Pylorus und dann du, Shaolin. Mhm. Ich glaube, wir müssen erst warten, bis der Bums hier weg ist. Ja, okay. Pylor, bist du ready? Ja. Gleich? Okay, ich fange an. So. Okay, auch nicht. Mhm. Zerbrechstein, das ist. Vielleicht hängen wir uns hier auch auf einer Sache auf, die hat gar nichts bringen. Aber mal gucken. Also Peiler, ich, Jusen habe ich schon probiert. Dann würde ich sagen, dann mache ich mal als erstes. Ja, dann danach wer? Peiler. Und dann du. Ah, Tippidoppi. Nice. Ja genau, da wo David ist, ist der Eingang. Der hat schon richtig gewartet, Alter. Aber komm nicht rein, Alter, ist das gemein, ist das gemein. Doch, komm rein. Ja, doch, komm rein. Er steht halt nur da vor. Es ist dunkel. Reiz und Verwendung. Jetzt kommt er. Ja, es gibt Schilder. Mal, halt, stopp, ich speichere es. Ja. Ja, das, Alter, gut mitgedacht, gut mitgedacht. Gute Idee, David. Feiner Heiler. Und Speicherer. Jetzt. Ich gehe wieder vor, ich gehe sterben. Das ist wieder nett von dir. Oder? Dann laufe ich auch mal ins Dunkle. Weißt du, 200 Gold. Oh, ich habe Cutscene. Cutscene.
Ich glaube, das sollte Paella machen. Akzeptiert ihr Schars Prüfung eures Verstands? Ich glaube, das geht auf hier Weisheit oder sowas. Ups, dann nicht auf Intelligenz? Na, sonst geh mal weg, ich kann auch mal rangehen. Vielleicht gehst du auch mit Kraft. Nee, wenn das Verstand ist, dann geht das ganz bestimmt nicht auf Kraft usen. Auch Muskeln haben einen Verstand. Na, Intelligenz hat David doch die höchste oder hab ich wirklich die höchste? Warte, ich guck mal. Du der Zauberer bist halt. Charakterbogen. Wo sieht man das hier bei Character? Ja, du hast die höchste Intelligenz, 17. Oh, okay. Ich hab die höchste Weisheit. Ja. Dann würde ich sagen, probier du mal. Muss ich ja. Einfach die Tafel anklicken. Okay. Und nochmal. Na gut, dann, Rettungswurf. Na, dann lass dich mal prüfen. Dann macht man. Ach ne, 14. Ich hab schon zwei. Ja, Bonus würde ich später erst reinmachen. Okay, dann warten wir noch, okay? Ich guck wieder nicht hin, wie immer. Oh. Leider nein. Vielleicht kannst du nochmal werfen. Mhm. Ja, kannst du nochmal werfen. Viermal sogar, nice. Vielleicht jetzt ein Bonus? Ne, probier mal so nochmal. Jetzt klappt's. Okay. Digga, es klappt. Würde 20. Jusen hatte 2, also 3. Kritischer. Mann, ich schaff das doch, alles gut. Ja, nice, 21, Blackjack. Oh! Hast du Red Bull getrunken? Sieht so eher aus wie bei Asterix und Obelix, den Zauber. nee, wie Actimel. Oh, das war's schon. Oh. Ja. Wolltet alle machen? Ne, ihre Prüfung ist gemeistert. Wir haben alle den Bonus. Es gibt noch eine andere Statue. Ja, bei mir auch. Irgendwas habe ich doch jetzt da bekommen, oder? Ja, auch wieder Klugheit. Ja, dann probiere ich das hier auch. Mal gucken. Wir unterstützen dich, Alex. Brauchst du einen Bonus? Du hast nur einen Bonus, deswegen. Soll ich dir einen geben? Verbotenes Wissen habe ich plus 1. Warte doch erstmal, welche Zahl da steht. Na, 14. 14, ja. David hat mir schon Bonus gegeben. Nee, sieht nicht danach aus. Ich sehe leider gar nichts, außer wie du da stehst. Nee, ich sehe ihn ja, aber ich sehe keinen Bonus von David. Oh, Alter. Oh. Siehst du, du hast nur einen Bonus gehabt. Das war dein Grundbonus, Digga. Aber der Wurf ist auf Weisheit. Mhm. Na gut, probier's nochmal. Nee. Paar Resistenz. Probier ihn eh nochmal. Oh. Okay. Wir kämpfen. Okay. Gegen was? Alter, was? Okay, also. Wo kommt die denn her? Ja, wir haben ja nur 100. Alter, 120. Okay. Ja. Gut, ich bin schon wieder am Nahkampf. Gut, die sind nicht so picknicken hier. Okay, oh, nee, okay. Das schaffen wir nicht. Die sind gegen fast alles resistent. Na, wir können es ja mal probieren. Du hast ja kurz. Gegen dein Licht, oder? Reißende. Du hast ja oben bei der Treppe gespeichert, alles cool. Das ist eine Verwundbarkeit. Oh, ich könnte es mit dem Licht probieren, oder? Also am besten der, der vor Peiler steht, oder vor uns. Ah, oh, ist auch nur 24. 24 ist okay schon. Ja, ist doch schon mal gut. Aber David hat, glaube ich, recht, vielleicht. Aber ich sag noch nichts, Leute. Oh, so. Schauen wir mal. Na, das zweite war Weisheit. Ich glaube, Peiler muss das erste mit Intelligenz machen und ich muss dann das zweite mit Weisheit machen. Ja. Könnte den jetzt einsetzen. Ja. Das wäre nett, ja. Die ist ein bisschen heftiger. Boah, 7. 8 Schaden hat er genommen. Oh. Mehr Schaden gekriegt als Jusen. Jo. Hat der sich jetzt unsichtbar gemacht, oder? Nein, der ist darüber gelaufen. Ja, der hat sich teleportiert. Ah, okay. Hätte er uns geheilt? Nee. Nee, ihr habt ein Minus irgendwo. Ja. Aber... Hier, Schutzgeist. Wir treffen uns allein pro Runde und die ist halt wieder. Ja, solange ihr in diesem komischen Kreis da seid. Ich glaube, er ist raus. Tot. Gib dir gleich tot. Ey, wir haben es schon mal durchschaut, wo ich auch dachte, wir sterben. Also komm schon. Könnt ihr mehr Motivation, selber einen Schutzgeist beschwören? Ja, weniger.
ich weiß nicht, ob man kann ja gucken, was für Loot sie bilden. Achso, und David, du kannst dich gleich mal wieder zu diesem Eulenbär machen. David, welcher von den Schutzgeistern war der kleine Zwerg? Nee, scheiße, kann ich gar nicht, ne? War kleiner Zwerg? Na, du hattest doch im Gefängnis unten so einen Zwerg beschworen. Ach so, na. Na, die zwei Eistypen und die zwei Schlammtypen waren kacke, glaube ich. Da musst du schon den Feuertypen nehmen. Ja, der stimmt, genau, das war der OP war. Der ist Opera, ja? Nice. Der ist Opera, ja. So, welche Attacke sollte man mit dem denn am besten machen? Ich habe mir das ja noch gar nicht angeguckt. Du hast den ja mal gespielt, ne? Segen des Niederstreckens? Glaube ich schon das Stärkste, was er kann. Du musst gucken. Die sind, glaube ich, feuerresistent. Oder Resistenz. Die sind resistent fast gegen alles. Ja, ne, deswegen ist, glaube ich, das Umschubsen sogar eher besser, weil du die dadurch, weißt du? Auf geraden Boden schubsen bringt nichts. Die kriegen da keinen Schaden. Bringt da gar nichts. Naja, aber dann brauchen sie eine Aktion zum Aufstehen. Können nicht angreifen. Ja. Erschütterungshieb meinst du, oder? Ach so, die liegen denn, ja? Okay, das ist die liegen, wenn du, naja, wenn du das außer Gleichgewicht bringst, umschubst, was hier macht denn möglicherweise benommen und kann keine Aktion ausführen, genau, und verliert Geschicklichkeitsbonus, ja, Rüstungsklasse, müsste man gucken, aber besser als gar nichts, würde ich sagen. Oh. Und dann kannst du noch eine Bonus-Aktion machen. Rückenbrechen ist das, wo er auf dem Rücken fällt, zwei Züge lang, ne? Oh, liegend, ja, ne, das ist auch gut. Aber macht halt wenig Schaden. Aber guck mal, was das andere ist, du hast auch noch eine Bonus-Aktion. Was ist das hier? Nee. Segen des... Nee. Die da. Nee, Beschwörung aufheben? Nee. Nur Beschwörung aufhängen ist eine Bonusoption? Die blau hinterlegten und springen. Ja, ja, stimmt. Ja, und springen. Ah, nee, dann war das irgendwas anderes. Letzte also sag mal jetzt, was soll ich da machen? Also, ihn zu Boden ringen lieber mal. Greif doch einfach an. Benommen machen. Ich mach ihn benommen. Der geht auch für zwei Züge. Kick it, Digga, kick it. Na, war doch schick. Jo. Noch 10 Mal und dann ist er tot. Außer die buffen sich jetzt die ganze Zeit hoch. So, weglaufen kann ich von denen nicht. Warum? Achso, nee, dann haut er dich. Die haben mein Licht weggemacht. Das ist natürlich Müll. Du musst ein neues Licht machen und ihr Ding wieder wegmachen. Ja, nee. Soll ich auf den intelligenten Wächter gehen, der noch 95 hat? Ja, mach mal. Da hinten in der Ecke den Typen. Weil die. Ja. Ich mache mir. Wer fahren will ich erstmal einen Eulenbären? Genau, damit du ein paar Schellen verteilen kannst. So. Aber ich verängstige nur Leute in der Nähe und ich würde. Ich würde alle euch drei. Ja, ich renne gleich nach oben rechts, warte kurz. Ich kann nicht mehr angreifen, weil ich mich verwandelt habe und ich könnte höchstens. Bleib doch einfach stehen. Dann können wir auch alle uns davon wegbewegen. Ab der nächsten Runde. Ja, haut ab, Jusen. Oh, doch nicht. Lass mir helfen, Palderus. Nice. Ja, Visa, 6 Schaden und du nur 4. Jo. Autsch. Was tun wir, liebe Leute? Du könntest mir helfen, oder du hörst den Bein da unten. Die mir sagen. Musst du entscheiden. Sind eh gegen alles fast resistent. Was haben wir denn noch? 2er, den könnte ich auf 3er klatschen, oder? Stufe 3, ja. Würde ich gut treffen? Nicht so. Den würde ich gut treffen. Naja, komm. Auf da. Wella, die Waldfee. Kritischer. Nee.
Oh, er kann gar nicht so weit laufen. Das ist ja scheiße. Also ich darf nicht hier stehen bleiben, ja, David? Mit dem Zwerg. Fernkampfangriffe hat er nicht. Ja, das Problem ist, wir müssen den eigentlich mit dieser Aura um sich herum als erstes töten. Hm. Hier Schutzgeist, also weiser Wächter mit raus. 75. Ich gehe raus aus dem Kreis. Nee, Schelle, aber. Ja, du kriegst halt eine Schelle, aber wenn du eine Schelle kriegst, kannst du dich nicht mehr bewegen, hast umsonst Schaden kassiert. Kannst du dem nicht irgendwie benommen machen, weghauen oder sonst was? Also es macht einfach nur Schaden. Hau ruf da. Storlin, vielleicht liegst du nur an meinem Handy, aber irgendwie kann ich dir nicht weiter zugucken. Warum nicht? Bei mir steht Netzwerkfehler. Peiler kann ich. Jetzt geht's. Ja, er muss aktualisieren, das hängt sich. Bei mir ist es manchmal auch so, dass sich aufhängt. Ich kann auch wegspringen. Das tue ich. Alles gut, Schaudi, vergiss, was ich gesagt habe. Wenn da was rot, vielleicht. Wenn da was rot ist, ja, du kannst halt nur. Kannst du flüchten, Eva? Geht das nicht mehr. Nee, das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr. Nee, er kriegt. Ist doch egal, was denn. Bleib ich da stehen, ne? Oh. Okay. Macht der den Schaden nach dahin? Sogar den Arkanschutz dadurch, ja? Alter. No. Oh. Durch mich durch. Mhm. Einer ist sterbend. Ja, danke für den Hinweis. Aber wie das Ganze den nicht mehr einschüchtern? Wer stirbt denn hier? Ist das Schaudi wieder oder was? Ja, ich kann unser, meine Sprungattacke nicht machen. Weil unser Tank ja da auf den Zauberspruch-Typi geht. Sorry, dass drei Leute auf zwei gehen und ich alleine hier kämpfen muss. Das tut mir echt leid. Das ist echt Schande auf mich. Mhm. Ihr habt die doch beschworen. Ich hab damit gar nichts zu tun gehabt. Ah, scheiße. Ich könnte die Beine verängstigen, aber ich würde... Oder? Ja, ich würde den Gnom auch treffen, der wäre eventuell auch verängstigt. Deswegen wollte ich ja weg. Ja, kannst du ändern, dann hättest du Schaden bekommen. Weil damit würde ich mir vielleicht auch erstmal wieder Leben geben. Dann würde ich den Zwerg verängstigen und mir dafür erstmal Leben geben. Na, mach mal. Mhm. Und die Beine eventuell natürlich auch verängstigen. Furchtsam. Jetzt sind sie schon mal furchtsam und jetzt kann ich theoretisch... Ah ne, wenn ich jetzt Schaden mache, töte ich Alex, wa? Na, nur wenn es Flächenschaden ist. Ja, wäre Flächenschaden. Ja, dann tötest du mich, ja. Nee, gut, ich hoffe, ich überlebe noch. Die nächste Runde. Mal gucken. Ja, und weglaufen kann ich leider auch nicht. Okay. Ah, ich habe jetzt 12 Leben. Hier sind so viel Schaden, mach den nicht an dir. Das überlebst du locker. Nice. Ja, jetzt läuft er endlich weg. Achso, wegen Furcht. Beiden stehen direkt vor mir. Kann ich noch irgendwas Tolles machen? Nö. Mir gehen die Zauber aus. Du ein Mist. Wenn nicht, kannst du mich aufheben? Ja, kannst du rüberlaufen zu Alex? Der eine ist furchtsam, der sollte nichts machen. Wenn du jetzt eh nichts gescheitert machen kannst? Der macht das Gescheite. Oder die Gescheite. Also, was geht noch? Gesagt, was geht noch? Hast du dieses Amulett da? Was bringt das da? Kann hier nicht... Ja, kann im Kampf nicht ausgeführt werden. Achso. Warum leuchtet es dann? Krug! Betrug! Oh, ich muss gucken, dass mein Essen nicht verbrennt. Gib ihm Packung, Jusen! Sie stehen mit dem Rücken zu dir. Aber ich habe leider keinen Flächenangriff. Und Nekromantie hätte ich fast was Starkes, aber die sind ja immun dagegen. Danke, Alex. Danke, Shaolin. Ich bin auf jeden Fall wieder full. Bitte, Shaolin. Ja. So langsam keine starken Attacken mehr. Traurig, aber wahr, Leute. Versteck mich mal hinterm Eulenbär hier. Zack. Achso. Okay. So, die Bänen stehen da hinten beide zusammen, wa? Ja. Wieder in dem neuen Zauberkreis. Kannst du Flächenzauber machen oder sowas?
Ja, die Säure ist böse, war dann spring ich. Du musst ein bisschen links hinter denen zu ihren Rücken. Zwischen mir und denen, sag ich mal. Perfekt, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die liegen schon mal. So, warte, jetzt. Jusen, kannst du ein. Scheiße, Pilot treffe ich auch. Kacke. Aber wo kann ich denn hin? Pilot, müsst du noch ein Stück bewegen. Rückwärts laufen? Nee, geht nicht. Und Jusen. Jusen, kannst du den da angreifen? Ja, könnte ich. Keine Ahnung. Könnte ich. Dann los, hau ran. Okay. Die liegen erstmal. Dann machen wir noch, Jusen. Manchmal, dass ich nicht so eine Art Feuer noch habe, auf ihn werfen kann oder so. Na gut. Würde mich aber nicht wundern bei den 5 Klassen, die du hast. Aber hab ich nicht. Ein bisschen Kleriker, ein bisschen Barbar, ein bisschen Krieger, ein bisschen Magier, ein bisschen Hexendoktor. Nur übertreibt man nicht. So krass bin ich jetzt auch nicht. Schlecht gespielt. Ja, ja, genau. Hast 5 Klassen, aber die schlechtesten Skills von jedem genau. Ja, ich danke dir. Nekromantie war grün und nicht lila, oder? Ja, grün, ja. Aber Nekromantie sind die komplett immun, Dicky. Das bringt gar nichts bei denen. Wir brauchen mehr Geist in den Schaden. Also quasi. Wir hätten doch vorher pennen sollen, Alter, dass wir alles voll haben. Hatten eigentlich noch nicht so viel verloren. Der Kampf, der ist bloß sehr zehrend. Also viele Zauber konnte ich das gar nicht mehr machen. Eigentlich würde ich ja, wie gesagt, trotzdem neu starten. Und wir gucken mal, was die Loot, was die droppen. Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus jetzt. Ja, bis jetzt übernehmen wir doch ganz gut. Ja, klar, aber ich hätte gerne den Segen lieber, den Weisheitssegen von denen, anstatt... Ja, natürlich. Können wir ja auch nochmal machen. So. Das ist ja nicht nur Billo-Item, es sind ja auch immer noch Erfahrungspunkte, die wir dadurch sammeln. Es sind 3 Gegner und 3 ziemlich gute Gegner. Also ich glaube, EP werden wachsen dadurch. Die geben 90 XP, das ist nicht unbedingt viel. Du, wer 90 EP nicht ehrt, ist die 100 nicht wert, weißt du, oder? Wir brauchen noch 3265, also. Ja, aber hey. Hätten die 1000er gegeben? Okay. Wir haben sie noch nicht besiegt, wir wissen es ja noch nie. Hadi. Ja, ist klar. Sagt der Piler wieder anfleht, kannst du den Buff von der Fee zu runternehmen? Wer ist denn gerade gestorben? Alex. Yes, I know. Oh, sorry, Piler. Der hat mir nicht angezeigt, dass du in Range bist. Aber du standest doch davor auch und hast gesagt, ich bin in Range. Was soll sich da ändern? Nee, das eine ist AOE-Attacke und das andere ist dieses Schreien halt. Ah, okay. Das Schreien ist kleiner. 2 verschiedene Attacken. Kriegt da einen mal irgendwann down? Jusen seine hat nur noch 28, da kümmern sich die drum. Ich versuche, glaube ich, erstmal den bei Alex zu killen. Ich kann den angeblich angreifen, ohne Säure und Dings zu haben. Sollte Jusen aber hinkriegen. Oh, dann dresch mal auf den weiter ein. Ich hab bloß Angst, weil der immer noch auf Alex guckt, dass der auf Alex eindrescht. Deswegen muss ich den angreifen, damit er Alex vielleicht liegen lässt. Mal gucken. War so erstmal mein Plan. Verstehe nur nicht, warum die auf mich gehen. Ich auch nicht, aber du. Naja, du bist halt ein Arsch. In deiner Spielfigur und das merkt das Spiel vielleicht. Aber ich habe ja nicht die niedrigste Rüstungsklasse. Normalerweise müssten die auf dich gehen. Richtig. Aber sind sie ja zwischendurch auch. Also ich habe mich ja schon einmal wieder hochgeheilt. Der eine versucht sie zu verdrehen. Das ist echt nicht geil. Eigentlich hätte ich da oben am Geländer, wo der Gegner steht, stehen müssen. Oh. Aber das hätte vielleicht auch wenig ausgemacht, weil die gegen fast alles resistent sind. Hä, ich habe gar nichts gedrückt, was macht sie? Du bist furchtsam. Ja, ich habe dich doch verflucht, leider. Ja, stimmt. Deswegen rennt sie weg. Aber ist nicht schlimm. Wäre eh den bei Alex angreifen. Ach nee, kann ich gar nicht. Ich stehe jetzt nur noch dumm in der Ecke rum.
Kannst du leider noch steuern. Ach komm, nee. Versuchen lieber Platz zu machen. Hat nicht ganz gereicht. Ach, da hat er noch. Das tut Jusen, glaube ich, auch weh. Oder kannst du noch ein Stück laufen? Ah, oh, beides geklappt. Ha! Glück gehabt. Ufa! Okay. Ja, dafür kriege ich auch noch mal eine rein. Der mag dich anscheinend nicht. Nee. Oh, ich lieg hier noch ein bisschen. Ich glaube, der hat Alex auch beim ersten Mal umgebracht. Jetzt beim zweiten. Leute, ich bin irgendwie. Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Du bist gelähmt. Kannst du auch immer neben deinem Charakter ganz links, kannst du noch alles ablesen. Okay, für zwei Runden. Ja. Na, schade, er ist nicht umgefallen. Ja, ich auch nicht. Aber. Ich kann nochmal hauen. Er hat nicht mehr viel, der. Oh doch, das war der, der noch viel hat. Ach stimmt, den gibt's ja auch noch. Greift er natürlich von oben an. Was mache ich? Ist doch auch, wenn es jetzt bringt. Kleiner Lisa. Jetzt hat die Frage, soll ich mit dem Zwerg schon nach oben laufen, David? Oder auch hier unten? Na, ich komme nicht mal ganz ran bei ihm unten. Oder ich hole Alex hoch. Geht na, das? Du kannst Alex, glaube ich, hochhelfen. Müsste, glaube ich, gehen, oder? Nee, geht nicht mit dem. Der kann dir helfen? Nee, ja. Geht nicht. Na, kacke. Aber dann stelle ich mich hier noch so ein Stück vor, Alex. Sicher, sicher. Okay. Ich lebe noch! Jetzt wird's langsam eng. Ja. Ah, kacke, ich kann ihm auch nicht aufhelfen in der Form. Ja, du solltest ja auch draufhauen. Du solltest den platt machen. Ja, du solltest einfach draufhauen, na, Damage machen. Wie gesagt. Damage hat er gesagt. Geht doch. Ich kann auch hier rüber springen. Ah, auf derselben Stelle kann ich nicht springen. Der andere Dude ist die Treppe hochgelaufen. Kommst du aber auch nicht hin. Also hier wird keiner von euch angezeigt, wenn ich jetzt dahin springe. Na, dann probier es einfach, Digi. Wenn wir umfallen, dann ist er zwar. No. Siehst du, hat geklappt. Gut, dann kann ich mit dem Zwerger gleich rangehen. Kannst ja. Der zaubert noch auf Jusen. Kannst ja als Training betrachten. Noch höher. Für deinen. Und noch höher. Alter, will der weglaufen oder? Na, oder noch mehr rufen. Ja, er ist Magier, er sucht sich den höchsten Punkt, umso mehr Damage macht er. Na, oder da oben ist irgend so eine scheiß Anlage, dass noch mehr Leute kommen. Kann auch sein, ja. Aber jetzt solltest du weglaufen können, oder, Peiler? Ohne dass der ja, dich angreift, der liegt ja. Beziehungsweise, Alex hochhelfen, oder? So weit komme ich nicht rum. Ah, schade. Kannst du noch ein Stück weiterlaufen, dann bist du wenigstens ein Stück höher als der, der liegt. Nee. Ah, okay, schade. Mach ich ihn.
Wir starten ja eh neue Peiler. Probier dich einfach aus. Sieh's als Training. Ist ja jetzt nicht so, dass wir das hier lassen. Ist ein Warm-up. Ja, deswegen. Also. Warm-up. Wollen wir uns ja jetzt nicht so die Platte machen, was wir jetzt hier machen. Vielleicht müssen wir beim nächsten Mal gar nicht kämpfen. Immerhin 4 Schaden. Warum nicht? Soll ich noch ein Stück weglaufen, David? Falls du einen größeren Angriff machen willst? Ja. So, was kriegt David die Packung? Nein, natürlich ich. Ach, Scheiße. Zu viel Rüstung. Nee, David. Aber er hat nicht getroffen. Tada! Soll ich hochrennen zu dem Typen oder soll ich erstmal hier mithelfen? Renn hoch. Hol Alex hoch. Wenn du Alex hochhelfen kannst, ja. Das wäre praktisch erstmal. Ah, komm, jetzt. Aber jetzt. Jawohl. Nice. Gut. Jetzt müssen wir noch nach oben. Der hat Weihrauch, Weihrauchschale und 3 Gold. Also, das hat sich ja schon mal überhaupt nicht gelohnt. Ja, die, also lohnt hat sich der Kampf generell nicht. Wir haben bloß fast alle Ressourcen verbraucht. Mhm. Wenn jetzt halt nichts bei rumkommt, wenn wir den letzten gekillt haben, dann war es wirklich halt voll für einen Anus. Außer ein paar XP-Punkte, aber auf die 300 XP kann ich auch verzichten. Wollte ich auch sagen. David marschiert schon mal los. Mal gucken, was er macht. Oh, er kommt dir ein kleines Stück entgegen, David. Der traut sich was so. Richtig das kleine Ratte. Ja, ist ein Frechdachs. Mhm. Mann, ich kann die Kamera nicht so drehen, dass ich ihn sehe. Voll scheiße. Ja, so ist das manchmal. So? Ich sehe nicht, ob ich ihn treffe. Doch, 80%, oder? Steht. Nee, es ist was im Weg. Scheiße. Und dann kann ich wohl nichts machen. Ich kann... Ja, nee. Dann kann ich wirklich nichts machen. Hast du nicht eine Schriftrolle mit Schattenschritt oder sowas? Lass du da die Treppe hoch? Eine Schriftschorle, hat er gesagt. Ja. Mit Schattenschritt. Nee, sieht nicht so aus, Alex. Nee, hab ich nicht. Ah, du könntest Hast machen, dass du noch nach vorne kommst. Da hast du eine Schriftrolle. Ein Ziel, ich muss ja auf was zielen. Auf mich, okay. Joa, man geht auch springen. Da, ein Nebelschritt hast du doch. Ich habe gerade Schattenschritt und nicht Nebelschritt. Naja, ist halt selber. Aber hast du es doch auch gut. So komme ich schon mal ein Stück hoch. Ja. Aber mit Nebelschritt teleportierst du dich. Ah, alles klar. Gut, okay. Ja. Jetzt kann ich mich auch wieder entsinnen. Sehe ich ihn jetzt? Wieder was im Weg. Oh, die Wurzel da ist direkt dann zwischen euch. Ach nee, Bildschritt darf ich dann nicht mehr machen. Das ist ja schade. Nach Hast. Das ist ja echt schade. Na dann, okay. Dann lass ich's. Jetzt noch dein Feuerkumpel. Er bewegt sich, Jusen. So, wo ist er denn? Ah, da. Ganz da oben. Jusen, voller Tatendrang. Scheiß drauf. Säure verätzt nur meine Schuhe.
kannst du noch ein Stück laufen? Leider nein. Eigentlich müssten wir auch so einen Folgen, Alex, die wir danach, oder so ein Kämpfen, die wir danach eh wiederholen oder halt ganz anders machen, müssten wir, was wäre, wenn noch hinschreiben eigentlich. Mhm, no. Alter, ein Dings hast du noch, einen Lebenspunkt. Du aber auch, Alex. Aber ich bin ja versteckt. Du hast also nur einen Lebenspunkt. Das ist aber eine kleine Ratte da, wa? Ja. Das macht gerade Spaß, finde ich, an dem Spiel. Wie ist eine kleine Ratte? Mhm. Haben immer einen von dir geklaut, Alex. Jo. Also ich meine, in dem Kampf ist es ja jetzt egal. Aber wie gesagt, ne, denkt dran, dass er die Tränke nicht wie Tic-Tac nehmt. Weil wir haben ein Amulett, was uns ja quasi komplett heilt, ne? Also wir haben immer die höchste Heilung. Nur wenn ich so gesagt so um die 10 habe oder drunter bin. Ja, es ging eher an Usen. Wenn kein anderer heilen kann. Ja, ich weiß, es ging eher an Usen. Oder wenn ich noch eine Aktion extra habe. Ja, es ging an Usen, ich höre schon. Aber das Ding ist einfach, wenn ich mein Amulett abnehme, ist der Buff weg. Und ich kann den erst wieder neu reaktivieren, wenn ich eine lange Rast hinter mir habe. Jusen, die Diskussion haben wir doch letztes Mal schon gehabt. Ist doch richtig, und ich bleib dabei. Ja, aber scheiß doch auf deine 5 Lebenspunkte. Wow. Ja, es ist doch viel besser, wenn du dich mehr heilst, als 5 Lebenspunkte hast. Wow. Nein, aber ich habe doch die ganze Zeit nur kleine Tränke genommen. Ja, aber auch das, also darum geht's ja. Ne? Auch die sollst du nicht nehmen wie Tic-Tac. Nimm mich doch gar nicht. Wenn, dann versuche ich zu zaubern meistens. Bring hin, David. Jetzt kriegt er auf den Sack. Schleicht sich ein Zwerg an. Ein kleiner Schattenmann. Er hat nur noch 8. Ja, dann beende deinen Zug oder sag gute Nacht. Ich bin auch da. Ja, schön. Mehr her. Der Kameramann ist da, sehr schön. Erster Keks. Fehlschlag. Oh, hat er dich weggeschubst. Alter, Michi, Alter. Jetzt habt ihr ihn in der Ecke getrieben, Leute. Oh, Alter, Michi, ich schub's ja. Und jetzt wird gepupst. Überlass den mir. Bitte, bitte. Scheiße. Geh mal zur Seite. Wenn du noch kannst. Er hat noch ein Leben. Ah, okay. Kann. Jawohl. Yeah. Und der hat auch nichts Gutes bei, oder? Nö, 3 Gold. 3 Gold. Okay, dann starten wir nochmal neu, oder? Ja, klar, klar. Jalle, jalle. Jalle, jalle. Flitz, ich muss mal ganz kurz auf Toilette, ja? Jo. Jo, da bin ich dabei. Wir treffen uns gleich auf deiner Toilette. Bis gleich. Jo. Ach, ne. Alter, der Kampf hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Hm. Warum schmecken Dino-Nuggets eigentlich viel besser als normale Nuggets? Weil es früher Dinos waren? Let's have a look. Ich wusste gar nicht, dass Dino-Fleisch so geil ist. Ah. So, was ist denn eigentlich die mittlere Tafel hier? Are you bold of heart? Ihr habt ein großes Herz und scharfe Zunge. Könnt ihr alles und jeden für die dunkle Herrin gewinnen? Na, das klingt doch nach mir, oder? Hm. Ah, geht auf Charisma. Hm. Nee, Charisma bin ich ja gar nicht. Warte mal, was hab ich denn eigentlich nochmal? Ich hab Intelligenz. Ich könnte Intelligenz machen.
Dann könnte Aber nämlich. Pilar hat doch mehr Intelligenz als du. Ja, aber Pyla hat auch mehr Charisma als ich. Dann könnte Pyla wenigstens den Charisma-Wurf probieren, weißt du? Weil du wirst ja den Weisheitswurf probieren und also unser Halborg, der kann ja gar nichts. Nee, der ist nur stark. Fickt euch doch einfach hart, Alter. Deswegen würde ich eventuell dann den Intelligenzwurf nehmen und Pyla kann den Charisma-Wurf probieren, weißt Ja, aber Dunkelheit klingt doch eher nach. Ja, gut. Ja, Ja. aber wenn es auf Charisma geht, was soll ich machen? Ja, aber der Halbock ist nicht unwichtig. Was erzählt ihr? Ist ja voll gemein, ja. Du hast schon ein schönes Auge bekommen, Genau, also das das geht passt. auf Intelligenz hier, da habe ich auch plus 5. Ja, das ist gut. Dann probieren wir gleich. Ja, ich join mit rein. Du hast es schon mal probiert und verkackt, oder? Er ist rausgegangen gleich. Alter. Ah, ich sehe es leider nicht. Kritischer Fehlschlag. Jetzt habe ich es geschafft. Sehr gut, sehr Ich gut, habe sehr einmal gut. neu gewürfelt. Puh, okay. Also Der ein macht Kri David jetzt die Weisheit, oder was? Ja, David macht die Weisheit da hinten, ja. Und Pyla macht hier vorne die Statue. den Charisma. Die Statue ist es, wa? Ja, die Statue da, ja. Aber ich habe auch Charisma, oder? Nee. Nee, du hast nicht wirklich viele Attribute da hinten. Du bist eher Stärke und so. Ja gut, einschüchtern. Paladin Black Keks. Oh, David. David schafft's locker. Ohne neu würfeln. Sehr Aber gut. das ist leider auch nicht. Kacke. Chillig, kein Kampf. Du bist würdig. Du bist ein Würgiger. So, was haben wir denn jetzt eigentlich gekriegt? Hat sich Na, ohne irgendein Buff? Spezifischen Ach da. Verstand verliehen, erhält bis zur nächsten langen Runde einen Bonus auf plus 5 Weisheit. Ja, und ich habe plus 5 Intelligenz. Ja, und dann hat Pyla plus 5 Charisma. Was ja für ihn auch nicht schlecht ist. Magnetisierende Persönlichkeit, verbessert Zauberwirken. Charisma geht auf Zauberwirken. Naja. Ist ja. Ist Bisschen ist lang rast, krass. ja Das für hält gut lang. Pyla richtig gut eigentlich. Oh, schade, dass es keinen Teleporter gibt. So können wir uns immer wieder diesen Buff holen. Bin wieder da. Jo, Ihr Pyla? seid schon unten, war. Genau, Pyla, wir haben beschlossen, du machst den Oh. Charisma-Wurf. Den rechten. Nee, den in Nee, der die Mitte. Statue. Den in der Die Mitte. Statue, ja. Ja, das sind alles drei Statuen, Jusen. Ja, aber Ich die in kann der doch alle. Mitte, die Statue. Kann doch Also, alle die erkennt Würfe man mehr machen. als Statue als die, die in der Wand da drinnen sind, finde ich. David und ich haben schon Intelligenz und Weisheit gemacht. Okay, hat geklappt, ja. Ja, haben beide geschafft, ja. Du Und ihr habt musst den jetzt in zur der Mitte Mitte geguckt. machen. Warte, wir können ja bestimmt noch einen Buff geben. Aber ich bin noch nicht drin, David. Warum? Oh, ich sehe Jetzt es kannst du mir sogar. eingeben. Ich gebe dir auch einen. Nice. Na, mal gucken, ob ich schaffe. Ich guck wieder nicht hin. Alter. Oh, Kritisch, eins! kritischer Das muss ich Fehlschlag. wiederholen. Ja. Ich musste auch einen neu würfeln. Ah, du hast die selben Buffs wieder, geil. Der nochmal, oder? Na ja, klar. Ja, Oh. besser wird's nicht. Ja. Ja, wenn ich Ah. hingucke, klappt's. Sollte geklappt haben, ja. Nice. Sehr gut. Jetzt hast du plus 5 Charisma.
Intelligenz wäre besser gewesen. Charisma verbessert aber auch dein Zauberwirken. Steht zumindest da. Ja, natürlich. Oh, aber... und was hat sich geöffnet? Die Tür hier, ja. Ein Ritual. Aber was ist das hier wegen der Stärke mal? Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Komm, gib mal Stärke, ich will auch was machen. Intelligenz. Ich will. Scheint für Gebete und Blutopfer gedacht zu sein. Ich schau dir schon drinne, Pyderus. Lass uns Jusen opfern. Ja, ich kann auch weggehen, aber wir können uns erstmal durchlesen, was geht. Was geht? Den Dolch hochhalten, Schars Dogma sprechen und dir in den Arm schneiden. Den Dolch wird niemand vermissen. Das bin ich. Nee. Ja, das klingt nach dir, ja. Ja. Ich nehme den Dolch. Nein. Dann geh weg. Dann soll David kurz speichern vorher, bitte. Bevor ich mir das Ding in den Arm ramme. Nee, ich würde es machen. Dann habe ich wenigstens auch mal so ein Ding gemacht. Mann, warum denn nicht? Ich würde auch gerne so ein Ding. Ihr habt alles schon. Ja, okay. Das ist alles intelligent. Gespeichert. Jo, Blatt, sagt sie. Naja, dann Attacke. Ritze ich mir den Arm mal an. Bist inspiriert. Cool. Mann, nicht mal das habt ihr mir gegönnt, Alter. Ihr seid so gemein. Ich hab mir nur einen fucking Arm schneiden müssen. Kannst du mal noch nichts sagen? Mach 1000 Buffs auf euch. Ist okay. Viel Spaß damit. Nö, ich nehm den Dolch mit. Ja, mein ich doch. Ich nehm den Elixier mit. Zack. Was ist hier noch? Das kam noch raus. Okay. Da sind noch Schriftrollen, die nehme ich auch. Leute. Ja, wir sind im Kampf. Jetzt sind sie wieder dran, die drei. Weil ich mir den Dolch eingesteckt habe. Oh. Aber ey, wir stehen ziemlich gut. Ja, aber die geben ja keinen Loot. Ja, aber die können wir besiegen. Und wir haben ja jetzt den ganzen Loot hier. Ja, aber jetzt können wir noch ein bisschen EP sammeln. Mir ist es egal. Guck mal, wir stehen gut. Guckt doch mal euch um. Ihr steht alle in diesen Dings drinne, perfekt, ihr könnt ein bisschen vorne buffen und ich versuche sie wegzuhalten. Besser geht's doch gar nicht. Wenn alle drei auf dich einschlagen, bist du in einer Runde tot. Nee, er mit kann ja. Einstellung, ja. Er kann ja ausweichen eigentlich. Alex, guck mal, ob der Dolch gut ist, aber. Also, ja, ist nicht schlecht. Aber ist jetzt nicht besser als das, was ich hab, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber wollen wir die wirklich besiegen? Warum nicht? Na, was ist dein Plan? Wollen wir das denn hier lassen und dann einfach weggehen ohne das Ding? Die Buffs haben wir doch trotzdem. Die verlieren wir ja nicht. Die Buffs sind da, ja. Ja, aber nach dem Kampf müssen wir wahrscheinlich eine lange Rast machen und dann sind die Buffs auch. Wieso? Es reicht doch eine kurze Rast. Das reicht doch. Nee, bei mir nicht. Ja, aber dann müsstet ihr wenigstens erstmal nicht diese Buffs, die ihr jetzt gerade gesammelt habt, opfern. Sind die denn überhaupt weg, wenn wir schlafen? Ja. Ja, bei einer langen Rast, ja. Aber bei einer kurzen Rast, nein. Obwohl, er hält bis nach der nächsten Rast. Achso. Oh, das war Weisheit. Ja, aber der Dolch ist ja irgendwie wichtig, den er gerade eingepackt hat, oder? Sonst würden die ja nicht kommen. Nö, ich glaube, die ist einfach nur pissig, dass ich den eingesteckt habe. Aber wir haben EP dafür gekriegt und Inspiration, weil ich kriminell gehandelt habe. Richtig. Dann lass ich das Holly. Ich habe zwei Würfe rausgeholt, also zwei Wiederholungen rausgeholt. Ja. Einmal bei mir oder einmal bei Alex. Die jetzt einfach versuchen zu bekämpfen, das hier sieht da gar nicht so schlecht aus, wie Jusen sagt. Eben haben wir es ja auch geschafft. Ich müsste eigentlich versuchen, wenn wir spätestens, wenn wir irgendwann raus müssen, muss ich versuchen, eine hohe Position einzunehmen. Falls wir es hier nicht packen. Okay, ihr seid erstmal alle dran. David hat beendet. Jetzt ist seine zauberhafte Gehilfin dran. Du hast mir so ein Waldvieh. Jetzt sind wir nicht so unrespektvoll. Es ist eine Waldfrau. Eine Dryade. Genau. So wie es da steht. Und die kann auch noch einen beschwören. Siehst du, jetzt hat David noch einen mehr.
Und er hat 42, immerhin. Ja, sieht doch gut aus, oder? Vielleicht tanken die ein bisschen. Ich hol den Zwerg auch noch gleich dazu. Oh. Wen ja. greift er an? Zionischen Rückschlag kannst du immer machen, das macht deine Dings nicht weg. Genau, genau wie den Schildhieb, ne? Mhm, genau. Nur Arcana-Schutz ja. geht auf deine Schutzdings da. Also dieses... Da oben auch auf? Ne, es geht nicht. Sieht doch aber richtig gut aus, Leute. Also. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Schaden machen? Dann wird das. Dadurch, dass sie gegen vieles immun sind, das ist halt nicht so einfach, ne? Okay. Pfeiler, rette den Tag! Ja, wir müssen den mit der Aura irgendwie wieder umhauen, dass der irgendwie ausmacht. Also, der neben meinem Zweig. Als ob, Alter. Wow, das war krass. Der hat 2 kritische Treffer über die gelandet, Alter. Heftig. Ich war versteckt? Keine Ahnung, wie der da durch die Mauer gehauen hat, eigentlich, ne? Vielleicht mag er versteckte Wesen, ich weiß es nicht. Mit dem vorne vor Alex erstmal Licht packen geben. Ja, mach das. Ja, mach das. Hä? Warum hab ich nicht getroffen? Ist der ausgewichen? Der ist auf die Wand irgendwo, glaube ich. Ja, aber ich steht doch drin. Ich habe auf ihn geklickt. Aber der kriegt keinen Schaden so dadurch. Läuft schon wieder. Was? Ach komm. Als ob. Alex ist gleich wieder tot. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, dass da... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da das so ein Ding steht. Ja, nice, danke. Ich hier immer noch in Säure drin, aber... Mhm. Wenn alle mehr oder weniger von den Gegnern weggehen, würde ich da auch, wenn ich noch kann, Meteorschauer draufhauen. Kann ich das denn überhaupt? Komme ich denn in mein Bild gerade nicht rein hier? Stufe 3. Ja, ein Meteorschauer habe ich noch. Die Dryade ist noch dran. Aber wenn du mit ihren Strück hier reinkommst, aber warte mal, die anderen bewegen sich auch rein. Mal gucken. Ich könnte vielleicht 2 damit erwischen. Meine Waffe ist noch verbessert und ich mache gut viel Schaden. Oder ich verstrick die halt. Wäre auch gut, wenn sie da stehen bleiben, dann kommen sie nicht weiter rein und aber dann kann mit ich dem Feuerbälle drauf machen. Mit dem Schattenschritt können die sich aber, glaube ich, lösen aus verstrickt. Ja, die sind da hinten auch rausgesprungen, deswegen ich hau einfach lieber drauf. Mach Schaden, ja. Na ja, super. Oder halt fehlstark, ist auch möglich. Feuerbälle treffen immer. Sie kann auch. Oh, schöne Dach. Schön, dass du es gemacht hast. Was bringt das? Ah, okay, wenn die. Dann kann ich ja noch ein Stück zurückgehen. Pass mal auf die Säurefolie auf. So. Geht's ja wieder rein. Okay. Ja, nee, ich habe einen Effekt. Die Spieler, die in meinem Umkreis sind, können sich leichter, besser bewegen. Ah, ist für mich ein Vorteil. Und sind resistent gegen Giftschaden und gegen Lähmen und Festsetzen. Das ist quasi so ein passiver Buff im Achso, dieser Kreis, der da außen rum ist. Ja, genau. Das heißt, der User kann ja zum Beispiel nicht gelähmt werden. Alter. Ich bin resistenter gegen Gift, aber. Vielleicht hat es mir auch gerade den Arsch. Läuft ja.
Das ist die Frage, was ich jetzt mit meiner Magierin mache. So, ich würde halt auf den Typen da hinten gehen. Mhm. Oder soll ich den hier vorne erstmal verprügeln? Ich glaube, hier vorne, da prügeln jetzt genug drauf ein, auf die beiden. Okay. Ich prügel lieber auf den da hinten schon mal ein, ja. Ist egal, ich riskier's. Wenn Jusen da jetzt noch ein Stück weggehen würde, könnte ich meinen Feuerball machen. Ja, wo soll ich hinlaufen? Na, entweder läufst du da, wo David seine, also zu uns in den Raum rein, oder du läufst halt in eine der anderen Richtungen. Mir ist egal, das Wichtige ist bloß, genau, dass du da du ein Stück weg. Oder warte mal, vielleicht reicht's, ich guck erstmal. Ja, guck erstmal und dann. Scheiße, ich hab erwischt den End da hinten mit. Mal von der anderen Seite. Kannst du den noch bewegen, David? Wen denn? Diesen den komischen End, diesen Holzwein. Hat schon beendet oben, oder? Vier, kannst du ja zurücknehmen. So. Nee, ich kann, ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Na gut, wenn er drauf geht, ist nicht so schlimm, oder? Nee, du kannst ihm ein bisschen Schaden machen. Also ich regeneriere. Komm, kick it, Pyderus. Ja, ist komplett. 64, Alter. Solltest du ihm ein bisschen Schaden machen. Feuer, also. Ich hab gut getötet. Ihr Monster. Ja. Das war ein Baum, war doch klar, dass der... Kommt als Zimmerpflanze nicht, wieder. Nee, ich hab's so achtmal gesagt, dass ich den dicken Feuerball, die dicken Feuerbälle machen will. Ich hab's gar nicht gesagt, ist klar. Ich hab dich auch lieb. Nice. Dann. Okay, cool. Alter. Jetzt bequit, dass ich mal deine Krabbe geworfen hab. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, ich hab geschubst eigentlich nur. Ja, du hast ihn da durch den Mondstrahl geschubst, deswegen hat er da 34 Schaden gekriegt. Heftig. Richtig gut, richtig Alter. Richtig gut. Haben wir was Neues herausgefunden, Leute. Der war nicht schlecht, ja. War super. So, jetzt musst, super. Kann er noch usen, danach geht die Runde von vorne los, wenn die beiden sind. Okay. Nice. Danke, Alter. War eine gute Kombi. Ja, natürlich, dafür kriegen wir jetzt aufs Maul. Wir haben ein Problem, Alex. Aber der hat nochmal 10 Schaden gekriegt. Weil er zweimal fürchtet, wie schlecht der ist. Ja, den vor Usen, der wird einfach. Aber wir haben den hier ja mit diesem komischen Zauber um sich rum drin. Da müssen wir ja raus. Na, ich setz gleich mein Licht drauf. Das wäre echt lieb, ja. Gucken, dass ich niemanden treffe. Und vielleicht eher nach unten, dass wir noch. Sonst, falls ihr nicht mehr weiter wisst, schubsen. Schubsen hilft anscheinend. Oh, und wieder reingeschubst. Nice. Alex, willst du noch. Kann ich nachschubsen noch angreifen eigentlich? Nee, glaube nicht, oder? Mal das sind schubsen. Das ist eine Bonusaktion, ja. Kannst du angreifen, ja. Cool. Kannst du ihn ins Licht schubsen? Ne, das hatte ich gerade vor, mich so ein bisschen nach links zu stellen und dann ins Licht zu schubsen dann. Und in die Säure. Und dann kann ich ja immer noch zaubern. Mein Zwerg geht auf jeden Fall erstmal auf den Zauberer da hinten, dann den drehe ich dann um. Ja. Wir können ja erstmal gucken, dass die beiden wirklich platt sind. Der eine hat noch 18, da wäre gut, wenn einer den vielleicht platt macht, dann können wir nur noch den 39er... Erstmal ist die Dryade dran. Okay. Vielleicht kriegt er den 18er weg. Die Dryade. Ja, oder sie unterstützt den Zwerg draußen mit dem Magier dann. Dann kannst du dich umdrehen, Jusen. Oh, ich würde sagen, ich knippe den einfach um. Ja, dann mach. Oh, fast. Oh, 17. Alter, einen hat er noch. Mann. Oh. Nur noch fucking aber fest, one. Aber er ist fest. Also. Aber er brennt doch, oder? Wilder Brand? Ja, ja. Der geht eh drauf. Nice. Okay, alles klar. Gut, dann gehe ich erstmal raus da zu dem anderen, oder? Genau. Zum intelligenten Wächter. Genau. Geh du mal erstmal raus, Jusen. Wir sind ja hier zu viert.
2 Heilung. Ist das gefressene Beere? Kann Bären fressen. Lächerlich. Guck ich mal. Ist ja echt ein bisschen kacke zu steuern. Aber du brauchst den da, der steht ja noch im Licht, oder nicht? Na, wenn ja, er verlässt oder wenn er reingeht, dann kriegt er, glaube ich, immer Schaden. Achso, also wenn er ihn jetzt rausschubst aus dem Mondstrahl, dann kriegt er nochmal Schaden. Weiß ich nicht, 100%. Nicht ganz so gut geklappt. Zum Glück, ja doch, die greifen mich beide an, wenn ich weg will. Denn umschalten auf Nahkampf. Ah, hauf den 39er. In der Hoffnung, dass der einer da jetzt Feuerschaden kriegt. Habe ich dich getroffen, Alex? Ich habe aber. Bin aber ausgewichen. Oh, gut. Aber pass auf, das ist jetzt eins. Glaube ich zumindest. Ja. Aber es hat ganz okay Schaden gemacht, war jetzt nicht viel. War nur 4 oder gut. So. 15, oh, Rekord. Steigerst dich. Ja, verrückt. Hier sind ja keine Tic-Tacs, deswegen beende ich. Ey, du hast noch 51 Leben. Geh mal ein Stück zu. Ja, deswegen sag ich doch, das sind keine Tic-Tacs, alles genau. Gut. So viel Schaden macht dir nicht, dass du da jetzt verreckst. Ich hab gesehen, zwischen 10 und 11 machen sie schon Schaden bei mir. Nice. 46 yes. Und 6. Nice, beide getötet. Ja, Mann. Hat gut funktioniert. David, kannst du deinen Mondstrahl da jetzt wegnehmen, bitte? Nice. Funktioniert alles sehr gut gerade diesmal, ne? Bam, 24. Da war noch Säure, Digi. Ah ja, alle Dude. Ich bin gegen Säure immun, glaube ich. Ja, der Glaube ist wichtig. Mhm. Wie viel hatten die noch? 8? 8. Naja, wenn ihr es nicht schafft, ich mach platt. Ja, machst du platt, bitte. Ja, aber ja, kann ich erst machen, die, ja, also, ja, genau. David kann jetzt noch zaubern und dann haut entweder Jusen zu oder ich. Ja, die Dryade ist noch, genau. Würde ich sagen, Paya, du probierst es erstmal und dann probiere ich nochmal, falls es nicht klappen soll. Seine Dryade selber dran. Ich komme nicht bis da hinten hin. Ich könnte. Ja, dann beende doch einfach. Ich könnte Rang machen, aber dann könnte ich uns allen auch Schaden machen. Nee, beende doch einfach. Beende doch einfach. Du bist. Oh Gott, was macht er? Ranken. Okay, cool. Ist ein Mondstrahl. Hat ja reicht. Wow, 3 Gold. Nice. Cool. Pass auf, dass du hier durch die Rank nicht läufst. Alter, mein Zwerg lootet auch, wa? Hat der ein Inventar? Ein extra Inventar oder so? Kannst du deinen Mondstrahl da jetzt noch wegmachen, David? Nicht, dass deiner durchläuft aus Versehen? Achso, nee, weil ich drauf geklickt habe. Ah, oh, ich habe die Figur ja gewechselt. Kannst du den nicht einfach deaktivieren, den Strahl? Naja, das geht nicht. Warum auch immer. Okay. Best ich kann ihn nur woanders hinsetzen. Bin nochmal an den Schrein ran. Oh, kann nur weggehen. Okay. Naja, haben wir doch jetzt... ein paar Tränke bekommen und 2 Schriftrollen. Wir haben noch 2 kurze Rast. Wollen wir die machen, um die EP wieder zu heilen? Ja, aber ich kann nicht mehr viele Zaubersprüche machen, ne? Und das ist ja, du hast ja auch Nahkampfangriffe erstmal, ist ja wurscht. Und deine Standardangriffe hast du ja auch noch. No. Also kurze Rast? Eine kurze Rast, würde ich sagen. Mach David, bitte. Time to get going. Gut. Ja, alle wieder voll, siehst du? Nice, und ich kann auch wieder meinen Extrazug wieder machen. Geil. Unsere anderen Leute sind auch noch mit dabei. Jo. Also ist es doch nicht schlimm, dass Pyla jetzt nicht mehr so krass zaubern kann. Jetzt. Der jetzt quasi zu 6. Jo. Dann schauen wir mal. Ah, war ja
eine coole Aktion da unten. Gegen Flotti Karotti auf jeden Fall, ja. Fand ich witzig. Also beim ersten nicht so, weil ich dauernd verreckt bin, aber der zweite war witzig. Ja, aber gut, dass du verreckst, ist jetzt auch keine krasse Überraschung. So. Sagte der Tic-Tac-Schlucker. Naja, aber ich nicht verrecke, ja. Naja. jo. 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 Wo lang? Jo. Ich bin verpeilt wie Zorro, also erzähl mir, wo lang? Na, unten geht's weiter mit Zollhaus. Da können wir uns beamen. Könnt ihr ja kurz gucken, dann gehe ich nochmal ganz kurz aufs Klo. Na, ich würde vielleicht erstmal hier zu dem Bestrafe das Böse, finde das Buch. Ja, machen wir das Buch. Das Buch? Der Buch. Dann machen wir das Buch. Wo müssen wir denn? Warte mal. So, oder? Ich folge meinem einzigen Kapitän, Shaolin. Ne, David? Nee, David, okay. Dann folgen wir David. Läuft falsch? Nee. Na, ich gucke gerade. Kommst du da unten durch? Von hier unten. Von hier unten, glaube ich. Vielleicht kann ich rüberspringen. Da ist ein Wegpunkt. Achso, lass mich vielleicht erstmal speichern. Ja, warte, ich wollte den Wegpunkt nur aktivieren. Ja, speicher. Aber wartet mal, ich glaube, so. Pylorus ist nicht da, doch jetzt. Ja, hat er doch gesagt, dass er auf Klo geht. Warst du wieder nicht anwesend, war Yuzen? Gar nichts an. Geistige Abwesenheit. Nee. Da geht's zu den Türmen. Genau. Wir müssen da lang, ja. Wir müssen da wieder rennen, ne? Achso, weil ihr da oben gekämpft hattet, deswegen waren wir da hinten noch nicht. Ich glaube, wir müssen hier runter. Wir waren ja hier noch gar nicht fertig. Da unten ist verfluchter Schausteller. Ja, ja, aber die machen anscheinend noch nichts. Und da hinten ist Kisobaltrom. Alter, der hat 288 Leben. Oh, ich bin also drinnen, Freunde. Okay. Na, dann hau mal rein. Na, mal kicken. Schüchter den mal ein, du. Erstmal hingesetzt. Der Typ ist ein bisschen anders. Alles klar. Ey, Schnuggi, hast du heute Abend schon ein Date? Der ist echt schon irgendwie. Na, jetzt wird's ja interessant. Sie noch mal ausreden. Säufer der Schwertküste. Netter Titel. Ich glaube, du sollst trinken. Lass du Schluck sprecht. Klar trinke ich, was ist denn los da? Oh, weg. Ja, und biete dann bringst du gefälligst. Ja, egal, wie es blubbert und raucht. Und wie es nach Gift riecht, ist egal. Ich glaube nicht, dass der noch lebt. Ich glaube auch nicht, dass er eine Gesundheit besitzt. Baba. Barbierbar? Vorgeben. Aber Bars bis jetzt das Geilste irgendwie. Also Chat gucken bei dir, Alex. Bitte? Muss man bei dir in den Chat gucken. Ja, ich sehe, ne? Die neuen Emojis. Mein schöner Käfer. Und das SMG habe ich mal als Emoji gemacht. Schau. Muss ich dir auch mal zeigen, wie das alles funktioniert. Eigentlich ganz simpel, wenn man es einmal gemacht hat. Gut, ich muss ja 14 schaffen, hab 2 Würfel und schon mal 2 Power-Ups. Was hast du denn jetzt eigentlich genommen? Trinkt. Achso, ich hab Barbar genommen, weil da ich am höchsten da gelevelt bin, dachte ich, wäre vielleicht das cleverste in dem Fall.
Okay, aber du hast ja nicht geguckt, was du jetzt machst. Trinkst du das jetzt noch? Ja doch, Rettungswurf ist oder so bei mir ziemlich gut. Von daher dachte ich mir, okay. Und ich habe zwei Würfel, wie gesagt. Komm, ich mach jetzt noch einen Bonus rein, sicher ist sicher. So, und dann würfeln wir den Bums mal. Oh Gott. Passt doch. Oh, hast du es geschafft? Ja, ich hab trotzdem Angst. Was jetzt passiert, ja? Ja. Nicht mal anstoßen, dran vorbei. Okay. Ja, killt das Ding, Alter. Vielleicht musst du das auch austrinken. Ich hab's ja. Ich war ja für Echsen. Hab ich ja auch gemacht, Papa, mit Echsen. In einem Zug weg. Ja, du hast doch bloß so immer. Ging das der? Guck doch rein. Okay. Jo. Was ist das für ein Ding? Ach, ein Riesenfass. Schenkt nach. Oh, geiler Typ. Musst du gucken, wer mehr kann. Na dann, let's go, Dicker. Aber das sind nicht ganz. Ist ja wenigstens so fair, dass der Krug nach eurer Körpergröße ist, ne? Ja, stimmt schon. Weil in deinen passt vielleicht ein Maß rein und er hat einen 10, 20 Liter Krug da. Ich muss den Hund jetzt auch irgendwie unterhalten, anscheinend. Charisma, Charisma, ja. Da mehr unten noch. Nochmal Charisma. Jo, musst du dir was aussuchen, würde ich sagen, Digi. Also ich würde das mit dem Teufel nehmen. Oh, ich bin auch für den Teufel. Oder das mit den Gedanken schindern. 18! Oh, 18, okay. Kann mir jemand noch einen Bonus geben? Nö. Ich glaube, bei Unterhaltungen sollten sich doch vielleicht Leute von uns, die mehr Charisma haben, ransetzen. Nee, hey, unser Halborg ist der charismatische Typ, der hier rumläuft. Mhm. Anscheinend unterhältst du ihn nicht gut. Ach, damit müssen wir wohl leben, würde ich sagen. Ich darf ja auch nochmal probieren, oder? Meinetwegen einmal, aber es bringt eh nichts. Das ist zu dicht dran. Ja, Jusen, eine 18 ist schon schwierig, ne? Oh, Alter. Und der Alter, hat er uns das Gegenteil bewiesen. Künstler, du. Wir müssen nach Vegas. Hat's ja wenigstens mal dem auch. Schlecht würfelt, dann wieder gut. Ich hab einen neuen Lover anscheinend. Oh, einen neuen besten Freund. Jetzt in der Friendzone, definitiv, ja. Aber jetzt hast du auf jeden Fall wesentlich bessere Chancen. Ich will wieder Barbar nehmen. Ich will auch, warum? Ja, ich denke noch da was. Sowas oder gibt's halt eine Antwort in seiner Rap? Okay. Schaffst du, Julius? Meint ihr? Du hast doch einen 5er Bonus und auch den Vorteil des höheren Würfels. Du kannst ja auch nochmal eine Resistenz geben. Nee, dann lassen wir es. Ich probier's noch. Na, oh, nice. Ist okay. 17. Hat schon geklappt. Lass trinken, du Hund. Für dich. Okay. Das ist ein dickes Baby, Alter. Ey, Alter, noch eine Runde? Was ist denn mit ihm los? Leute, ich hab gerade ein nettes Gespräch. Lass mich mal. Müssen wir ihm da beim Saufen zugucken? Oh. Teufelchen, die aus Avernus Feuer auftauchen. Eine Eulenbärmutter.
16, okay. Ja. War noch nicht mal fertig mit durchlesen. Ich hätte das was mit der Lava-Kreatur genommen. Nee, ne? Kann mir keiner... Scheiße. Kann sein, dass wir gleich angreifen müssen. Okay, seid entspannt. Ich hab eine 18. Fuck, aber die 8 war dabei. Bitte. Na, sonst würfel einmal nochmal. Wir haben noch 3. Okay. Du sagst ja mal beim zweiten Mal. Mal gucken. Siehst du? Wie beim letzten Mal, einen drüber. Und durch den Bonus noch mal. So, jetzt mach mal nicht hier mit Dings hier, stell mal jetzt eine Frage. Du fliegst nur noch meinen Charakter einfach. Okay, Fingerfertigkeit, oder? Nee, du sollst du kannst doch eine Frage stellen und danach kannst du wahrscheinlich immer noch trinken. Hat er doch gerade gesagt. Jetzt kannst du wahrscheinlich noch trinken, siehst du? Ne, geht weiter. Aber er kann sich erstmal durchfragen. Weiß ich nicht. Geht nochmal in der Pubertät, ja. Ja, ich glaube, jetzt muss er trinken. Nee, das ist noch alles hier Gesprächsmodus. Nein, geht weiter. Ja, aber wenn du jetzt trinkst, dann wird er wahrscheinlich wütend, weil du nicht trinkst. Also, ah, okay. Wenn du jetzt was fragst, weil er sagt, ja, Fragen erledigt zu Ende. Du sollst jetzt was trinken. Ja, Echsen oder was? Na ja, los, hau rein. Zieh durch. Oh, ich kann einen Bonus reinballern. Eine 18. Puh. Ich baller einen Bonus rein. 5er Bonus hast du und Doppelwürfelbonus hast du. Also. Einen 9 kannst du kriegen. Ja. Sollte? Ja, hat ja recht. Jo. Also, ich muss mal sagen, wir haben ja echt Würfelglück, ne? Also zu 80% mindestens hat das bis jetzt immer gepasst. Oh, ja, wir haben auch geladen. Auch anderes. Oh. Okay, cool. Aber es gab auch schon Sessions, wo wir nur verloren haben, Pyler. Ja, aber das kam erst ein, zwei Mal vor. Oh, guck mal, der ist langsam down hier, der lächerliche Dude. Ja. Ich kann hier Alex dann noch ausrauben, wenn er voll ist. Wie allgemein trinkt durch die Maske ist auch geil. Ich würde gerne Feuer speichern. Cool, Tagebucheintrag bekommen. Okay, anscheinend ist irgendwas in diesem Torms Grab, was wir brauchen. Der tanzt, der ist glücklich. Um. Der fällt um, oder? Nee, der gebiert ein Kind. Da kommt ein Baby raus. Nur der Platz. Alter, 520 Erfahrungspunkte. Cool. Haben wir jetzt nicht gesehen, wie der Platz? Doch, nee. Haben wir doch. Nee, der ist da vorne. Also ich kann einer U sehen, Alter, geil. Ich hab in die Richtung geguckt.
Jo, Statt gegen ihn zu kämpfen, hat er einfach so Platz. Ja. Gut gemacht, Jusen. Ja, hab ich gern getan. Zu Boden gesoffen. Ex, war der Verhängnis. Wollen wir das jetzt kurz speichern, bevor wir jetzt hier wieder irgendwas Dumme tun? Ist eine geile Idee. Hier ist eine Metalltür. Wollen wir da durch? Ja, lass das mal speichern. Du hast es gerade gesagt. Hey, lose Planken. Da kann man was looten. Looten? Ein Buch. Straf das Buch. Das nice, das ist das Buch. Das. Also gegen Tiere sind noch Worte. Okay. Oh, ich hab mal abgenutzte Schüsse benutzt. Geil. Der Typ uns was eigentlich gebracht, oder? Ja, ein Schlüssel, ja. Den hat Jusen gerade benutzt. Ja. Da hinten geht's weiter. Ich würde mal ganz kurz hier noch gucken, was es hier noch so gibt. Mann. Im nächsten hier mal die Sachen noch mitnehmen hier alle. No last call until the casks are dry. Ich wäre in der Cutscene, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Quatsch da jetzt mit dem Typen, oder was? Ja, ja. Okay. Jo, dann können wir hier, glaube ich, weiter. Bin hier hinten noch am Looten. War da noch was, ja? Vom Eingang, ja. Oh, wir haben auch gute Erfahrung schon, ey. Nice. Ja, die 500 mit dem Gespräch hätte ich jetzt auch nicht gedacht, so. Oh, das war gut. Mal unten jetzt alles gelootet? Sieht gut aus, ja. Hier ist ein komischer Kessel. Ich renne mal einfach mal kurz hier in die Mitte. Na, hier ist gar nichts, glaube ich. Hier können wir looten. Nein, nicht los. Gib euch schon mein Bestes. Ich hab mein Inventar auch mal in dich entleert. Bei mir oder was? Jo. Hab ich man guckt wirklich in jede Ecke usen. Ne? Man kann manchmal so viele Kleinigkeiten auch mitnehmen, die man ganz gerne liegen lässt. Ja. Am besten guckst du mit Alt. Hovern mit der Maus. Oder mit Alt noch mal extra nachgucken. Hier ist eine verschlossene Truhe. Alex? Mhm, ich komme. Alex. Komm mal her. Alex, Schaulinchen. Hier ist auch eine verschlossene Truhe. Kannst du einen schneller laufen mit deinen kurzen Beinen? Gönnt mir alle mal. Geh gleich ins Lager und trinke. Schaulin, komm schon, mach mal was. Okay, ich hab Handschuhe gefunden. Ich hab jetzt noch nicht geguckt, was die können. Also, leere Flaschen sind auch wichtig. Die braucht Alex, glaube ich, wenn er unser Alchemie-Zeug macht. Ne, brauche ich nicht. Die kann man nur verkaufen. Okay. Ich hab gedacht, du brauchst dann immer eine leere Flasche. Ich glaube, bei The Witcher war es so, oder? Mhm, bei The Witcher, ja. Da brauchst du. Besoffener Kerl. Warum redest du über mich? Okay. Obwohl Jusen eine Frau ist. Wut des Säufers. Wenn du betrunken bist, bist du bei Angriffswürfen im Vorteil. Du erzeugst außerdem eine Detonation mit jedem Angriff, die 3 Meter lang 1 bis 4 Schallschaden bewirkt. Okay, krasser Scheiß.
Hier ist irgendwo Wahrnehmung, Leute. Könnt ihr mal herkommen? Bei mir? War Wahrnehmung? Aha, okay. Oh, ich hab's geschafft, nice. Ja. Oh, ne, warte. Abbrechen. Hey, Uzi. Kann ich nicht. Ja, ab und zu bin ich mal für was Gute. Zeig mal, was du kannst. Du alter Fallenentschärfer und Schlossknacker. War ich schon. Falle ist schon entschärft, Schloss ist geknackt. Auf mit dem Ding. Oh, geht looten. Voll dunkel hier, kann man eher die Funzel anmachen? Was ist bei dir da hinten, Alex? Truhe. Cool. Mann, die Kamera. Haben wir alles gelootet in dem Raum? Ja, oder? Nee, oder nicht? Die Kiste fehlt noch. David ist schon dran. Für der Ingame-Sound ist gerade übel leise geworden, oder? Mhm, bei mir auch. Okay, aber das haben wir ja hier. Also das Buch haben wir gefunden. Das ist schon mal gut. Also wir könnten jetzt noch ins Zollhaus. Oder wir gehen dann weiter da die Türme des Mondaufgangs. Wo war ja da. Also da kommen wir dann wahrscheinlich ins Gefängnis. Runter. Wir haben auch hinten noch was mit Haus mit Blumen irgendwie. Hier, untersuche das Tormausoleum. Das haben wir gerade bekommen. Was? Oben bei großes Mausoleum. Ach, da. Haben wir auch eine Quest. Ja. Das Tormrelikt. Das soll mal wieder Grabschänder sein, ja. Würde ich das Mausoleum vielleicht erstmal machen, oder? Ich würde eher erstmal hier hinten die machen, hier Haus mit Blumen und gib das Buch dem Gewesenen. Ne? So, da ganz rechts. Nee. Genau, da ganz rechts, ja. Und dann im Lager haben wir auch noch drei Dinger, ne? Irgendwas mit einer Laute. Untersuche das Gasthaus zum letzten Licht. So, na, das ist ja, wo die Kuh und alles mögliche war. Das ist klar. Ja. Dann lass uns erst zum Schattenschlachtfeld teleportieren. Dann machen wir da erstmal Haus mit Blumen. Danach können wir ja dann zurück zum Händler gehen, der ist ja auch da oben. Ja, würde ich auch sagen, dass wir uns einmal entleeren vielleicht erstmal, ja. Das würde ich erst vielleicht nach dem Haus des Blumes machen. Ja. Erst danach. Nein. Danach erst. So, ich gehe nicht vor. Soll ich lang gehen? Na, da rein. So rein. Geh einfach weiter. Lauf. Ja, weiter. Ich glaube, das haben wir schon gemacht, die Quest setzen. Hier machen. Aber irgendwas müssen wir doch hier noch machen, oder nicht? Ne, das haben wir schon mal gemacht. So sind wir doch in diese komische Stadt gekommen mit dieser, ja, Bubble. Die guck doch mal auf deine Karte, Jusen. Wir haben doch hier noch eine Quest. Ja, okay, ich schreibe mich doch an. Mach ich doch gerade. Ja, merke ich ja. Guck doch mal auf deine Karte, Junge! Man sag einfach, wo lang und ich folge dir. Guck auf deine Karte! Ja, nicht dann. Nein, du bist meine Karte, du bist mein Navi. Lauf! So, wer ist denn die Quest? Einfach nur Haus mit Blumen oder was? Ich gucke gerade, oder? Ich bin nicht hier, um zu denken. Ich bin nur hier, um zu lenken. Ja, Haus mit Blumen, ja. Haben wir die nicht verkackt, weil wir einen kleinen Boy umgebracht haben? Nun, ja. War es nicht das, wo der Typ verbrannt ist? Naja, das war doch hier. Wir haben wir doch gegen seine Eltern und so gefightet. Ja, mit denen können wir eh nicht reden. Drauf geschissen. Aber keine Ahnung, ob man die Quest ja noch irgendwie beenden kann. Sie wird ja noch angezeigt auf der Karte. Das ja, wir haben mal probiert, meint. Mit Toten zu reden. Das geht ja auch nicht. Der Körper ist zu krass beschädigt, sagt er. Kann man nicht.
Warst du jetzt, Pylorus? Mit meinem Amulett. Quatschig. Oh, eins. Krass. Echt, ja, krass verkackt. Siehst du die Quest? Nee, ich hab's auch nicht gefunden. Jusen, kannst du mir Bonus geben? Danke. Jetzt hätte ich eine glatte 10 gebuffelt. So ein. Ja. Ja, oh. Oh, keine Ahnung. Tja, also, ja, oh, keine Ahnung, was das sein soll dann. Wird so angelegt lassen. Oh. Denkst du, da passiert was Böses jetzt, David, oder was? Nee, aber vielleicht verbrauchst du es jetzt so, oder? Glaube ich nicht, da ist ein Geist oder sowas in der Art drin. Das wird nur Positives ausstrahlen, David. Denk doch mal positiv. Hat noch irgendjemand eine Idee? Ich gucke hier gerade nochmal das ganze Ding ab, aber... Ja, wir könnten mal in die neue Welt weitergehen. Ich glaube, wir haben jetzt soweit alle Quests von Feuer, die wir nicht gemacht haben, fertig, oder? Wenn du mal auf deine Karte gucken würdest, könntest du die Frage selber beantworten. Kann ich das... Muss man das nur im Kampf machen? Oder geht lass das uns los zur Stadt teleportieren. Doch, es klappt. Ich schlaf mal kurz. Du stehst mal kurz. Ich schlaf mal kurz. Okay. Ihr, wo ist die Stadt? Wie heißt sie genau? Im letzten Licht. Ja. Geil. Hat geklappt mit den Zaubersprüchen. Nice. Aber der Trank war echt gut. Ich muss halt 2 Züge schlafen. Wenn man das aber außerhalb des Kampfes macht, dauert das ja bloß 2 Sekunden. Und krieg dafür 2 Zauberplätze der Stufe 1, 2 zurück und bekomme die Hälfte meines Lebens zurück. Das ist wie eine kurze Rast, bloß mit Zaubersachen, die man zurückkriegt. Aber cool. Wo habt ihr euch jetzt hin teleportiert, Leute? Das Haus zum letzten Licht. Ne Nummer. Gut, wenn ihr noch M sagt, würde ich sonst mal eine kurze Zigarettenpause machen gehen oder so. Und wenn ihr Lust habt, meine Frau hat Urlaub, also wir können auch gerne bis 23 Uhr zocken. Ich stehe jetzt am Händler. Aber ja, können wir machen. Oh, dann ja, geh du erst zum Händler verkaufen. Na, du hast bei der Gedusche mal eine Kippe rauchen, ich okay. Mach das denn. Okay. Bis gleich, Leute. Yo! Wenn du mal was Neues zu trinken. So, Shaolin ist beim Händler, ja? Beim Händler. Du sagst, wenn ich einen reinpacken kann. Ja, warte kurz, ich will erstmal die Bücher lesen, ja. Ja, kriegen wir wohl nicht leider. Okay. Was ist das hier? Ritual durch. Achso, den wir gekriegt haben, ja. Achso.
Okay, die würde ich, glaube ich, aufheben. Ich wüsste nämlich nicht, ob wir da noch was kriegen dann. Das wäre ein glorreicher Sprung. Ach Mann, wir hatten mir jetzt was reingepackt gerade. Sorry, soll ich es wieder rausnehmen? Nee, aber mir vorher ansagen, weil immer wenn du was reinpackst, verändert sich mein Inventar. Ich habe jetzt ein Okay. blaues Amulett verkauft, was ich nie wollte. Also nicht zurückkaufen. Ja, aber ja, kostet 64. Aber. Jetzt bitte nichts reinpacken. Ich pack nichts rein. Ich mache hier langsam mal mein eigenes Team auf. Ich brauche ich gar nicht mehr. Alles klar, läuft bei dir. So, jetzt könnt ihr reinpacken, wenn ihr wollt, bitte. So, was hat der hier? Der hat auch wieder Heiltränke gehabt. Sehr schön. Heilende Tränke. Heilos Tränkus. Wie viel Kram wir hier schon verkauft haben, ey. Und wie sieht's aus? Packt er mir was rein oder nicht? Ich muss das mal alles markieren. Hier, bitteschön. Nimm unseren Plunder. Wartet bei euch oder kommt da noch mehr? Ja, ich bin durch. Ich bin auch erstmal durch. Bei Pyla? Ist da noch was? Müsste er selber entscheiden, das weiß ich jetzt nicht so genau. Hier, ich sehe jetzt noch ein Harnisch. Verfaulte Sachen so. Na gut, das kann er ja sonst selber. Kann ich jetzt auch noch wieder reinballern? Bücher lasse ich draußen. Na, die Bücher kannst du mir hochheben. Die lese ich dann alle nochmal.
Oh, hier ist ein konservierter Gedankenschinder-Parasit in seiner Dings. Zwei hat er davon. Jo, können wir dann mal. Die kann er doch nehmen und dann verteilen, oder? Die können wir, glaube ich, essen, ja. Dann verteilen, ja. Hier ist noch eine Flasche. David? Ja? Hast du noch Platz in deiner Truhe? Wieso? Ich würde dieses, Präparierwerkzeug, was wir hier gefunden haben, würde ich erstmal alles in die Truhe packen, glaube ich. So, dann schmeiß mir da drüber und pack es in die Truhe. Ja. Hier ist auch, schmeißt du auch die blauen Sachen rein, ne? Die man so. Weil die haben alle so einen Effekt hier, her mit der Knochensäge, her mit den Parasiten und sowas. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal brauchen könnten, irgendwie. Was denn? Ja, ich. Pack dir mal eine Bombe rein, die macht gleißenden Schaden. 3 bis 18. Klingt gut. Ich hab hier auch noch so einen Pfeil, den kann ich glaube ich usen drin packen. Ja, und deine Tränke kannst du vielleicht nochmal teilen. Lieber Shaolin. Oh. Mal gerade hier Pfeiler. Stapel teilen. Ich peile auch erstmal 6 große. Und David hat ja auch noch hier noch Tränke erstmal. Oh, du. Ja. Alles verkauft? Ja. Ich habe aber noch große Tränke. Ja, 6 Stück hast du noch, ja. Ja, außer deine Schriftrollen, die du nicht brauchst. Aber das musst du mal entscheiden dann, ja. Muss ich gleich erstmal gucken, was ich denn noch lernen kann. Hier ist noch ein Buch. Genau, pack mir dann einfach rein. Und ich glaube, wir haben noch 2 Gedankendinger, ne? Die hat jetzt Pfeile auch eingeballert. Ich dachte, man kann maximal 20 haben. Wieso aber was ich 22 bei der Verwalter? Was kann man? Maximal 20 haben? Ich dachte. Oder verwechsel ich das? Nee. Was denn? Na, ich dachte, man kann maximal 20 Punkte in irgendwas haben. Ja, wieso hast du mehr? Ich habe 22 Weisheit. Ah, ne, wegen dem Bewusstsein der dunklen Herren. Ja, genau. Plus 5 Weisheit, okay. Ich denke mal, du kannst nur so und so viel skillen, aber. Nur bis 20 hoch und dann kriegst du noch ein paar hier und da ein paar extra Buffs wahrscheinlich. Ja, ja gut, das kann auch unmöglich sein. Kann man mal einer mal das Geld bitte rüberschieben? Das habe ich gerade weggepackt, warte. Wie viel Geld brauchst du denn? Ich kann dir 254 geben. Und der kostet 200. Der kostet auch 200. Dann bin ich wieder da. Also ein bisschen mehr brauchst du. Ich könnte auch Selbstverkleidung und so einen schwarzen Nebelschritt könnte ich auch als Zauber lernen, aber es werde ich so nie benutzen, glaube ich. Das ist ja die Frage, ob du es dann als Schriftrolle lieber behältst. Naja, klar, aber ich kann dir ja sonst die Standards geben. Aber ich will erstmal das lernen, was noch interessant ist. Ja.
Also ich kann auch alles lernen, aber das kostet 5, 6, 7, 8025 oder so. Naja, wenn du das halt nicht lernen willst, deswegen sollst du halt Luftrolle behalten. Ja. Weil das kostet ja auch dann keine Zauber, wenn du es einsetzt, sondern es ist quasi nur eine Aktion. Also weiter reingelegt? Nein, ich bin noch am Lager. Warte kurz. Warum nicht? Ich will doch am Ende eh alle Zauber gelernt haben. Also ich glaube, du kannst dir das Gold doch einfach rausnehmen. Ich habe es bei mir im Inventar. Weil du musst, glaube ich, aufpassen. Du kannst nicht unendlich viele Zauber haben. Irgendwann ja, so generell nicht, aber ich kann alle lernen. David. Das kann ich dir nicht sagen. Kann sein, dass du irgendwann keine Zauber mehr lernen kannst. Nee, ich kann alle lernen. Wenn wir alle als Schriftrollen finden, die ich so nicht gelernt habe, dann habe ich alle Zauber da irgendwann komplett drin. Okay. Deswegen gönne ich mir auch einfach jetzt alle. 225. Zack. Ja, da wird immer ein neuer Reiter aufgemacht. So, dann kann ich Alex noch die geben, die über sind, wo ich auch generell weiß, die brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier? Das zum Beispiel. Mal ganz unten reinpacken. Das auch. Rolle des Blitzes behalte ich mal, die ist recht stark. Heilung behalte ich. Chronische Kugel, die kann ich selber machen. Den kann ich selber machen. Der geht auch selbst. Ich glaube, mit dieser konservierter Gedankenschinderparasit, damit können wir nichts mehr machen, oder? Vielleicht musst du ihn aufmachen oder essen oder. Ja, habe ich gerade probiert, also kannst du es gerne nochmal probieren. Nimm dir raus. Vielleicht mit deinem Werkzeug, was ich dir reingepackt habe. Kannst du da vielleicht was anwenden drauf? Was ist denn der Wurm? Kaputte Mondlaterne. Hast du mir den in den Inventar geschmissen oder wo ist der? Nein. Warte, ich pack's hier rein. Ja, da. Da. Da, ah. Ah ne, nutzlos. Schlaft hängt ein Gedankenschinderparasit in einer klaren, schleimigen Flüssigkeit. Er ist zwar tot, kann aber immer noch bewundert werden. Das habe ich auch gelesen. Achso, okay. Ne, dann können wir ihn verkaufen vielleicht. Boah, dann schmeißen wir wieder rein, dann mach ich's. Sogar man könnte das werfen. Kann man das irgendwo vielleicht mal hinwerfen? Ich wüsste nicht, was es bringen soll. Aber bitte nicht hier, beim gegnerischen Gebiet. Gegen die Wand werfen und dann aufschlürfen. Du hast mir jetzt so den künstlichen Egel da reingepackt, David. Ich hab dir gar nichts reingepackt. Achso. Wer hat mir das aus dem... Ja, was? Warte, ich schmeiß mal ein Ding. Werfen. Ah, kann ich gar nicht. Komisch. Okay. Warte, eigentlich kannst du auch die Axt jetzt verkaufen. Ja, die hat nur noch 11, also von daher. Achso, okay. Aber kannst du mir gerne reinpacken, kann ja noch einen anderen Händler suchen. Aber so ein Fall des Konstruktes bräuchte eigentlich gar nichts. Also gegen Konstrukte ist es sehr effektiv, aber bräuchte das wirklich diesen Fall? Hast du doch wissen. Merkst du, dass du einen hast und wenn wir mal gegen so ein Viech kämpfen, dann. Ja, so ein Steinviech zum Beispiel oder was? Weiß ich nicht. Ist halt nur gegen Fassaden, so Gebäude. Irgendwie ja, interessant. Dann können wir vielleicht mal die Wand einhacken oder schießen oder. Ja, zum Beispiel da dieses komische Ding. Diese. Hm. Diese eine Wand da, ja.
genau. Mal eure Rucksäcke entleert und Alex das reingepackt. I'll be here if you need anything else. Ich hab nur vier Sachen im Rucksack, ich glaube, ich brauche nichts entleeren. Achso, hier. Von den Beuteln. Also ich könnte ihm was geben, zwecks Alchemie. Ja. Genau, das meine ich ja, die in den kleinen Säcken im Rucksack. Das Alex mal alles rübergepackt von mir. Ja, ich auch, ich habe 10 Dinger bei ihm rein. Ich habe vier Sachen drin, aber sonst nicht viel. Da hast du deinem Rucksack auch noch 14. Mal alles rüberziehen. Na, die Rucksäcke, also die Reisesäcke, die braucht ihr mir nicht reinpacken. Genau, nur Alchemie, das weiß ich ja. Genau, nur Alchemie, ja. Weil, Dings könnt ihr ja selber auswählen, dann. Ja, hast recht. Ja. Aber Alchemie kannst du vielleicht was zaubern. Ja, genau. Weiß ich ehrlich. Das Alchemie nehme ich gerne, ja. Wo gehen wir hin, oder willst du erst noch ein paar Tränke brauen? Von mir aus kann sich einer mal diese Laute bei mir rausnehmen da. Diese ramponierte Laute, und dann können wir erstmal die Quest hier im Lager machen noch. Ich gucke, also ich was ich... Keine Laute.